Kein großes Gehype. Kein, es ist endlich draußen. Kein, oh mein Gott, dieses Pseudo-Hype. Wir spielen jetzt ganz normal Poppy Playtime 3. Seid ihr bereit? Es geht geil los. Es geht, wisst ihr, einfach nur, man sieht Logo von Firma, Firmenlogo, Firma wie Coca-Cola, aber es hypt einfach. Es hypt. Oh! Tiefschlaf. Nach dem Zugunglück bist du nun in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor Augen. Lass mich kurz inne gehen, okay? Lass mich kurz inhalieren einfach. Guckt euch mal Napcat an. Geil. Habe ich euch schon... Das kommt noch. Oh, hört ihr den Sound? Neues Spiel. Okay, vom letzten Checkpoint. Ich habe keinen Checkpoint. Es geht wirklich genau da los? Oh mein Gott, aber nein. Das ist Napcat. Das ist Snapchat. Hat Napcat mich jetzt da reingepackt? Aber Unglück? Okay, das heißt, pass auf, ich sag Theorie, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, ich habe direkt die Hände wieder am Start. Okay, Freunde, also es fängt hektisch an. Oh mein Gott, es ist hektisch, weil ich sterbe gleich. Ach, deswegen hektisch. Oh! Oh mein Gott, ich werde zerquetscht. Wie kann das Spiel losgehen? Und ich habe direkt schon verloren. Ich habe direkt gekannt. Oh, ich werd zerquetscht. Oha, wie das geil anfängt. Das fängt mich an. Okay, entspann dich, Bruder. Entspann dich. Es ist spät. Entspann dich. Ich wollte mich nicht so hypen, aber dieser Hype, das kommt so automatisch. Man kann sich hindern. Okay, hier hoch und ein Mega-Jump. Und dann. Okay, von hier aus. Snapchat, hier rein. Okay, jetzt sind wir irgendwie in diesem Loch. Sieh dich nach Gegenständen um zum was? Hochziehen, ja, das ist doch hochziehen. Hier oben. Aha. Okay. Und runter einmal. Bevor wir reden, und bevor ich irgendwas versuche zu verstehen, erstmal, ich will aus dieser Situation, aus dieser ganzen... Man ist halt wirklich direkt im Spiel, aber so gehört sich das. Ich will erstmal aus dieser ganzen Situation so rauskommen. Okay. Ich habe schon vermisst das Game, muss man schon sagen. Es ist halt wirklich so lang her. In der Zwischenzeit kamen gefühlt 14 Teile Garden of Bambam raus. Aber muss halt sagen, sorry, man, Poppy Playtime ist schon ein anderes Level. Es ist schon ein anderes Level an Game. Die ganzen anderen Games, diese Indie-Horror-Games, die so ein bisschen auf bunt gemacht sind, Horror, die haben halt so ein bisschen diesen, die haben so ein bisschen den Ruf von wirklich guten Spielen ein bisschen kaputt gemacht, weil die nur noch auf Masse rausgeballert haben, weil die gemerkt haben, solche Spiele kommen gut an. Und dann Spiele, die wirklich gut sind, die werden halt dadurch stehen automatisch ein bisschen im schlechteren Licht. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich werde nie vergessen, dass Poppy Playtime bis jetzt immer wirklich Spaß gemacht hat, von vorne bis hinten. Es hat sich nie gezogen, es war nie komisch, es war nie langweilig, es ist immer ein gutes Game gewesen bis jetzt. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier sind und das Spiel spielen. Ich meine, hier kommt einfach Blut runter. Ihhh, Kakerlaken. Poppy Laken. Okay. Kann ich hier hoch? Ich glaube nicht. Was geht hier ab? Ich habe diese Geräusche vermisst. E zum Interagieren. Ah, stimmt. E gibt's ja auch noch. Poppy E-Time. Ist halt wirklich direkt im Spiel wieder. In dieser Fabrik, wo Spielzeuge hergestellt werden. Gerne mal. Wenn sie einen schönen Tag hatten. Okay, Freunde. Ich liebe es. Es fängt gut an. Es bockt halt einfach. Was soll ich machen? Dieses... einfach so flüssig und erst als oh, da ist er! Diese langen Beine von Snapchat. Okay. Also wir müssen hier lang. Oh, bin gestorben. Wie ein Anfänger, Amateur. Nochmal. Muss ich echt komplett von neu oder was? Oder kann ich von... Ne, ich muss echt von neu. Schneller. Oh, Mega Jump. Hopp. Richtiger Pro-Gamer. Hashtag Q, der Pro-Gamer. Warte auf mich. Napcat. Aber... Ah, okay, ich kann das Ding ziehen. Ah, okay, Moment. Jetzt kommt erste Rätsel schon. Ah, okay.
So, ich muss jetzt von hier aus irgendwie. Wie komme ich weiter? Was jetzt? Ich check's nicht. Hier steht irgendwas. Always those who believe. People. Ich kann's nicht lesen. Meine Augen sind nicht mehr die hellsten. Also ich weiß auf jeden Fall ducken. Kann er hier nicht so durch? Ah ja, geht. So. Will ich hier rein? Sollen wir hier rein? Müssen wir hier rein? Ich glaub schon. Interagier mal mit E. Geht nicht. Aber hier lang, okay. Willkommen zurück. Poppy Playtime. Freunde, willkommen übrigens. Willkommen, wirklich willkommen hier auf dem Kanal. Falls ihr neu seid, abonniert einmal das Glöckchen. Kann ich hier weiter? Nee, irgendwie nicht. Süße Sounds, aber ich komme nicht weiter. Ja, muss ich doch hier hoch wieder, aber ich kann hier nicht hoch. Ich bin gefangen. In dieser unendlichen Einöde. Naptime. It's Naptime. It's Nap... Poppy's Naptime. Oh, ist das cool. Naptime. Wir nennen das Naptime. Poppy's Naptime. Weil... Oh, wir sind weiter. Ich muss sagen, ich krieg gerade. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen Elemente von FNAF dabei, aber gerade hatte ich gerade Ultra Security Breach Vibes. Aber so richtig. Ja, wir müssen wieder Rätsel machen. Einmal den hier und einmal Garden of Bam Bam. Einmal Garden of Hop Hop. Okay, wir müssen das Ding irgendwie mit Strom versorgen, aber... Und das stecken wir hier rein. Hat das geklappt? Okay, dafür brauchen wir noch eins, das hier wahrscheinlich irgendwo rumliegt. Also, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie lange das Spiel gehen wird. Weil, ich weiß, 2 ging schon so ein bisschen länger. Ihr müsst euch vorstellen, es ist 3. Und wir wissen noch alle, 1 und die 3 Zuschauer, die zuschauen, dass das Spiel noch weitergehen wird. Ich bin Bubba Bubba. Hey, ich erinnere mich an dich. Bubba Fant ist das. Okay, Bubba Fant, wir sehen uns später wieder. Denn Kiyo Mio muss mal eine Runde weiterlaufen. Er hat noch ein Hühnchen mit Napcat zu rupfen. Ah ja, das war mit Energiepunch-Arm jetzt. Hält aber nicht lang, glaube ich. Wie war das? Aber hat gereicht. Und Telefon klingelt. Wo ist das Telefon? Hier. Hello? Hey, hey. Kannst du mich hören? Gregory ist das. Du siehst ja ein bisschen verloren aus. Ich will nicht, dass du stirbst, also werde ich dir helfen. Dankeschön, Bruder. Sieh dir das an. Sieh dir das Rohrding an der Rückwand an. Rohrding an der Rückwand, wo ist das? Ja? Dankeschön, das habe ich jetzt schon verstanden. Also hat mir einfach nur erklärt, dass man Batterien nutzen kann, um Türen zu öffnen. So weit, so gut. Steck rein und let's go. Wow. Hast du das gemacht? Ja. Catnap hat sich gefunden. Ich weiß, du warst wahrscheinlich wütend auf Poppy, weil er dich nicht entkommen ließ. Ja, bin ich. Aber sie braucht dich. Wir wollen dich. Wir wollen dich. Du bist unsere Mission. Ich glaube ihm nicht. Gemeinsam können wir eine Menge... Sogar du. Playcare ist genau vor uns. Das ist die Heimat von Catnap. Einer der Smiling Critters. Früher gab es 8 von ihnen, glaube ich. What? Jetzt nur noch er. Wie komme ich hier raus? Playcare ist eine Kirche, sein Jagdgebiet. Was auch immer er will, du sollst dich besser beeilen, wir bleiben in Kontakt. Okay, das Ding ist, ich... Ach, und übrigens, mein Name ist Olli. Olli, okay, mein Freund. Schön, dich zu treffen, mein Freund. Also jetzt haben wir endlich mal so einen Kontakt, der uns weiterhelfen möchte. Namens Olli. Olli ist unser Bro heute, okay? Und wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie rauskommen, weil Olli hat mich gerade komplett abgelenkt und ich weiß nicht wohin. Napcat will auf jeden Fall Stress. Und Poppy... Laut Olli ist Poppy nicht böse. Ich muss sagen, ich vertraue Olli irgendwie. Aber wisst ihr, Poppy hat unser Vertrauen schon so oft missbraucht, dass ich nicht glaube, dass ich auch Olli nicht ganz traue. Wisst ihr, was ich meine? Okay, lass mal erstmal gucken, wie wir runterkommen. Okay, Freunde. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Und schaut euch mal diese blutige Kissimissi an. Hier ist auf jeden Fall ein leckerer Getränkautomat. Süß. Mit Mommy Longlegs. Longleg Mommy, Bootleg Mommy, Kakerlaken Mommy. Und hier war Luigis Raum. Okay, was geht hier ab? So, nimm den Griff und dreh. Ey, was soll ich machen? Mit QE, was ist das? So? War das jetzt richtig? Ich versteh's momentan, ich hab's nicht kapiert. Ich würd ganz klassisch machen, wie immer. Hat das nicht gereicht? Ich hab's wirklich nicht gerafft gerade. Was soll ich machen? War das falsch? Wie wär's mit so? Warte, nimm den Griff und dreh den Strahl mit QE. Nimm den Griff und dreh den Strahl mit QE. Welchen Griff soll ich nehmen? Ach, den Griff hier. Diesen Griff hier, oder was? Okay,
Okay, und jetzt kann ich... Ah, ich habe verstanden. Hat das gereicht? Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber wohin soll ich den Strahl drehen? Vielleicht hat das geklappt und die Tür ist schon offen. Nein. Aber... Okay, das ist 2. Okay, 1. Das klappt nicht. 2. Und dann, da. Hat's geklappt? Nein? Aber der kriegt auch hier Strom, der Bruder. Aber er braucht doppelte Catnap-Power. Aber hier fehlt noch Strom. Hier fehlt Strom. Auf 1 fehlt Strom. Auf 1. Nimm den Griff und... Okay. Aber das ist schon mal richtig. Oh, es hat geklappt. Okay, wir sind weiter. Ne, wir sind im Kreis gelaufen. Warum? Können wir jetzt hier vielleicht rein? Was hat das zu bedeuten? Was haben dies zu bedeuten? Wir gehen einfach nochmal hier lang. Okay, nein, hier waren wir schon, also gehe ich noch nicht nochmal hier rein. Kann man hier durch? Man kann hier durch. Okay, speichern, das heißt Bosskampf. Was habe ich jetzt zugemacht? Ich glaube noch nichts, weil hier noch nichts funktioniert. Oder? Doch, es hat funktioniert. Will ich hier rein? Okay, wir erfahren jetzt Story. Pass auf. Guck, diese Ladebalken, das haben die auch neu gemacht. Einfach P. Da steht bestimmt für Poppy. Oder so. Hello. My name is Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. Wenn man sich die heutige Welt ansieht, was ist deiner Meinung nach noch zu tun? Oh, viel zu viel. Ich hab mich einmal umgehört. Geld. Ich hab nie genug. Verstehen, ich kann nie welche bekommen. Der Glaube, der einfache Mann hat ihn verloren, jede Antwort war anders. Und ich konnte vielleicht in jedem ein wenig Wahrheit erkennen. Aber ich denke, dass jedem von ihnen auch etwas fehlte. Etwas Einfaches. Keiner von ihnen konnte ein Lächeln hervorbringen. Sehr melancholisch. Ein Lächeln ist Hoffnung. Hat er recht. Oh, wie das aussieht. Ein Lächeln ist Liebe. Ein Lächeln ist verständnisvoll. Er hat recht. Und nichts erfreut meine Seele mehr als der Grund für das Lächeln eines Kindes zu sehen. Diese Tasche hier. Der Funke zu sein, der all ihre Hoffnungen und Träume entfacht. Denn nur durch Hoffnung und Träume können wir eine bessere Welt schaffen. Wie wahr, wie wahr. Eine, in der unsere Kinder Angst haben. Eine, in der sie geschützt sind. Schließlich sind diese Unternehmen Spielzeuge. Freunde, es ist spät und es ist viel Text. Diese Kinder verdienen es zu lächeln. Sie verdienen es zu lieben. Und sie haben ein sicheres Zuhause verdient. Hat er recht. Deshalb ist es mir eine große Freude, als Gründer von Playtime Co. bekannt zu geben, dass Playcare, unser hauseigenes Waisenhaus. What? Aber das ist nur nicht nur das. Es ist eine Schule, ein Spielhaus, ein Ort der Zugehörigkeit. Unser ganz eigenes Ökosystem unter der Oberfläche, die sich mit jedem Zentimeter und jedem Detail für das Lächeln eines Kindes einsetzt. Es sind Lehrer und Berater, Mütter und Väter. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie all das bei dir haben. Möge Playtime alle die Türen betreten, Freude, Inspiration und ein Lächeln schenken. Denn was gibt es im Leben Sinn, wenn nicht ein Lächeln? Was gibt dem Leben Sinn außer Lächeln? Sehr, sehr deep, Leute. Sehr, sehr deep. Und schaut euch an, wo wir sind. Und Olli ruft mich gerade an. Geh mal ran, Bro. Ich bin's, Olli. Cooler Ort, nicht wahr? Krass, Mann. Echt krank. Die Kinder haben hier gelebt. Sieh es dir jetzt an. Wie auch immer. Siehst du die Statue in der Mitte des Raums? Ja. Nimm die unterliegende Treppe. Dort gibt es einen wirklichen Raum, der buchstäblich alles vom Playcam mit Strom versorgt. Ich kann dir da unten einen Schlüssel geben. Meint er jetzt hier? Soll ich hier rein, oder was? Hier? Ja. Was geht hier? Ist hier Strom? Was ist das? Sieht aus wie so diese Lichter, Ringe, Ringlichter, wenn man für TikTok-Videos nutzt. Okay, ich habe jetzt einen Schlüssel. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Ja. Die Frage, die du jetzt wahrscheinlich stellst, lautet, wohin fließt es? Nun, geh wieder raus und du sollst eine Tür finden. Gleich links neben der Seilbahn, mit der du heruntergefahren bist. Okay. Also ich gehe jetzt wieder raus. Wie komme ich hier raus? So wie du reingekommen bist. Nein, wirklich, wie komme ich hier raus? Ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, so aus der Mitte war das hier. Und dann neben der Tür, wo die Seilbahn ist. Also irgendwo war die Seilbahn. War die hier? War das hier? Ich gehe jetzt einfach hier lang. Okay, das war falsch. Dann hier. Krass, wie das hier aussieht. Alter, die haben sich richtig Mühe gegeben diesmal. Die haben komplett übertrieben. So langsam nimmt diese ganze Story nimmt langsam Form an. Hier geht auch nichts.
Wo war das? Das da. Hier müssen wir lang. Das sieht gut aus, ja. Irgendwas lädt. Irgendwas passiert. Was ist das? Willkommen in der Gasproduktionszone, dem pulsierenden Herzen des gesamten bösen Plague-Hair-Systems. Das ganze Gas, das du aus der Maschine siehst, wird direkt hier in der Fabrik hergestellt. Es wird The Red Smoke genannt. Im Moment ist alles auf dem Weg nach rechts. Wir müssen den roten Rauch nach links ableiten. Okay. So können wir zu ihm gelangen. Die Maschine verfügt wahrscheinlich über ein paar dämliche Sicherheitsvorkehrungen, die du umgehen kannst. Aber ich glaube, du kannst es schaffen. Ich rufe dich an, sobald es fertig ist. Okay. Diese Musik. Sehr, sehr entspannt. Aha. Hör auf! Cool. Cool, 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 cool. Cool, 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 cool. Gut. Machen ganz langsam. Hier geht nichts. Oh! Hier haben wir Würfel. Und ich habe gesehen, wo das reinkommt. Das ist auch neu mit diesen Batterien. Hatten die auch noch nicht. Ich wette, später kommen noch mehr Farben. Werdet sehen. Achtet auf meine Worte. Was habe ich genommen? Drücke 2. Was? Was? Als ob! Ich habe eine andere Hand! Wie cool! Oh, jetzt kann ich Hand wechseln. Aber wie ich das bekommen habe, so als wäre das was nichts Besonderes. Ich habe jetzt eine lila in der Hand. Oh! Oh, mit der kann ich hüpfen! Oh! Hopp! Das ist ja geil. Oh, blutiges Spielzeug. Geil. Einfach hüpfen jetzt. Ich hab ganz vergessen, wie cool eigentlich diese Funktion mit den Händen ist. Man hat sich dran gewöhnt, aber diese Hände sind nichts Selbstverständliches. Die machen das ganze Spiel ein bisschen auch aus. So. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Oh, Blut! So, und jetzt. So, was mache ich jetzt? Aber das verpisst sich, glaube ich, gleich wieder, oder? Nee. Wie komme ich jetzt da drauf? Wie komme ich jetzt... Ich glaube, ich brauche Hand 1. Und mit der kann ich mich so... Nee? Ja, aber... Das wird ja nicht gehen, oder? Wie komme ich da... Ah, ich kann auch runter. Ah! Ah, und dann wieder mit Hand 2. Dann machen wir den Ultra-Jump. Aber wohin? Weil das ist zu weit weg. Nee, das ist zu weit. Das ist zu weit, mein Freund. Kann ich das Ding so wieder schieben? Oder... Nee? Ja, aber das ist doch zu weit. Sollen wir es probieren? Das schafft er doch niemals. Aber, was, wenn wir hier drauf gehen? Und dann von hier einen... Nicht geklappt. Bitte nicht von neu. Übertreibt nicht mit Checkpoint. Bitte nicht so weit weg. Bitte. Wo bin ich? Ja, okay, das geht. So, also nochmal. Hier hoch. Dann nehmen wir das Ding aber wieder. Machen einen auf Garden of Bamban. Und machen jetzt Garden of Bamban 2. So, dann geht's hier rein. Auch nicht. Komme ich nicht rein. Komme ich hier nicht rein. Warum komme ich hier rein? Oder muss ich noch höher? Brauchen wir das Ding um... Ah, ich, natürlich, ich muss hier rüberspringen. Ja, das war cool. Seht ihr? Die wollen, dass man ein bisschen mitspielt, mitdenkt. Op. Okay, was war... Ah, schon wieder dieses mit Rätsel-Dingsbums. Okay, also, wir haben das Ding. Leute, es sieht halt schon sehr kompliziert aus. Was ist denn hier... Okay. Kann ich hier hoch? Nein. Nochmal, also, wir sind jetzt hier drüben und wir müssen... Was soll ich einmal kurz hier drauf springen? Bringt das was? Oh, okay. Auch gut. So, wir aktivieren einmal das. Funktioniert nicht. Hier ist 2 Dinger, das heißt wahrscheinlich beim zweiten Mal muss ich da dran. Und da drüben ist auch so ein Ding, das heißt... Okay, wir hüpfen einmal rüber. Und wir müssen wahrscheinlich hier hoch, weil wir müssen da rein. Ja, hier ist auch so ein Armding, okay. Wie greife ich dich jetzt? Okay, das ist schon mal gut. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Oh, nee, nochmal. Ein Baum, dann Baum. Und jetzt wollen wir aber Garden of... Okay, Baum. Aha. Was ist, wenn ich jetzt loslasse? Dann ist alles weg. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall das. Und wir brauchen auf jeden Fall das da hinten. Also wir müssen irgendwie das da hinten erreichen. Das haben wir verstanden. Um das da hinten zu erreichen, müssen wir aber... Shit. Müssen wir hüpfen? Okay, ich hab's endgültig. Passt auf, wir machen jetzt erstmal den. Wir tun den linken Arm rein, denn der will nicht rein, der linke. Shit, ja doch, hat geklappt. Okay, dann hüpfen wir einmal hier rüber. Okay, das war, glaube ich, nicht mal falsch.
Dann nehmen wir den linken Arm und machen jetzt einmal kurz so mit dem Kuh. Dingsbums. Hat das geklappt? Hat das nicht geklappt? Aber das Ding Strom von hier. Warm. Aber das berührt ihn doch. Reicht das nicht? Okay. Also der muss der berührt. Ich verstehe es nicht. Was ist, wenn ich jetzt Arm 1 nehme? Geht das nicht? Okay, alles ist weg. Also nochmal rüber. Wir fangen auf jeden Fall da drüben an. Das war schon richtig. Was ist da hinten? Das ist auch Strom. Oh! Ah! Okay. Okay, okay. Irgendwas haben wir aktiviert. Also wir müssen das Ding berühren. Aber erstmal machen wir so, okay? So. Und jetzt berühren wir das. Geht das nicht? Hä? Hier steht überhaupt nichts. Ist das hier einfach ein Huggy, der hier am Boden liegt? Oh nein. Oh nein, dieser arme Huggy. Oh, süß. Überall liegen diese Dinger rum. Jeder hat so einen Huggy jetzt. Langsam verbreitet sich deren Message. Okay, nochmal, bam. Was ist, wenn wir den hier machen? Hat das nicht geklappt? Okay, was ist, wenn wir hier runtergehen? Und dann den hier machen. Ah, das hat geklappt. Das hat geklappt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber es hat funktioniert. Wir sind weit. Ne, wir sind nicht weiter. Das ist jetzt offen. Ist hier da? Okay, okay. Irgendwas hat sich geöffnet, aber. Wir sind noch nicht ganz durch. Okay, gehen wir nochmal hier rüber. Gehen wir nochmal hier rüber. Ich find's echt geil, was sie gemacht haben mit dieser Hand. Okay, wir machen nochmal. Bam. Okay, wir machen das. Das muss hier hin, okay? Ja. Wir brauchen jetzt was. Der muss hier hin. Der muss hier hin, das hat geklappt. Und jetzt aktivieren wir BAM. Das hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, okay. Das liegt vielleicht daran, das da ist schon richtig hier. Nein, war falsch. Man denkt, man hat es richtig, aber man hat es... Ah, aber der Arm hier muss noch rein. War das nicht richtig? BAM. Nicht geklappt. Oh, yeah! Also ich muss sagen, ein bisschen Glück auch, weil ich habe das nicht ganz gecheckt. Sind wir jetzt weiter oder nicht? Kann ich jetzt bitte gehen? Also, yeah. Voll Mühe gegeben, Mann. So, was geht jetzt hier ab? Wir sind einmal im Kreis gelaufen, aber auch nicht schlecht, weil hier wollten wir schon mal hin. Ich will das Ding berühren. Oh, das hat geklappt. Was passiert hier? War das eine... Einfach P. Online. Kein Strom. Oh, oh, oh. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet das? Hab ich es kaputt gemacht? Game over? Olli ruft an. Dieser Arm voll cool, dieser Lino. Oh, jemand hat den Strom abgeschaltet. Okay, ich habe dir einen weiteren Schlüssel geschickt. Er ist unter der Statue. Nimm das, um in das Home Sweet Home zu kommen. Wenn du drin bist, das Notausgang, Generator, viel Spaß. Okay, viel Spaß, viel Glück. Also irgendwas hat er gesagt. Wie komme ich das wieder hin? Ist das richtig? Also ich soll wieder unter die Statue in diesem Dings Playtime. Playcare. Da ist das Ding. Und da sollen wir hin. Ist alles dunkel geworden. Jetzt ist es richtig Horror. Olli meint, hier unten sei ein Schlüssel. Hast du einen? Ich sehe keinen Schlüssel. Doch, da kommt der Schlüssel. Ich sage euch eine Sache. Ich glaube, es ist irgendwie... Ich weiß nicht warum. Ich traue dem Olli nicht ganz. Ich weiß, ein kleiner Junge und so. Erinnert ein bisschen an Gregory. Aber irgendwie... Ich traue dem Braten nicht. Wirklich, das ganze Spiel ist für mich sass. Überall ist jeder irgendwie sass. Sass. Wisst ihr, was für mich auch sass ist? Das Wort sass. Okay, hier sind wir falsch. Nochmal ein Huggy-Wuggy mit Kopf und Blut. Diese Huggy-Wuggys hier rumliegen. Hier vielleicht? Nee, ist zu. Okay, auch nicht. Wo hat er gesagt, sollen wir hingehen? Ah, oben. Da leuchtet das Licht. Das heißt, wir sind richtig. Okay. Einfach Originalhaus. Weiter geht's. Nee, ist nur gespeichert. Was passiert? Ich brauche diese Gasmaske, glaube ich. Oh, es geht runter. Oh, wo sind wir? Wo sind wir? Geil. Wem gehört das? Was ist das hier? Das ist dieses Waisenhaus. Das sind die ganzen Zimmer, glaube ich. Ich habe auch keine Arme. Ich laufe gerade ohne Arme. Es ist einfach nur... Man soll jetzt wohl wahrscheinlich ein bisschen so Story miterleben. Hier unten steht... Was fun way... It was it done. Happy... Ich kann es nicht lesen. And fun way... Okay, keine Ahnung. Einfach Original-Mädchen. Stock-Footage. Auf jeden Fall. Tragische Nachrichten heute Morgen. Stand 9.45 Uhr. Die örtlichen Behörden berichten, dass die Leiche eines kleinen Jungen auf dem Grundstück
von Elliot Ludwig gefunden wurden. Ein gespielter. Also Identität muss noch bestätigt werden. Also im Grundstück von diesem Edward ist ein Kind gesichtet worden. Ein totes Kind. Und so Organe und so sind vermisst. Die tatsächliche Ursache, okay. Okay, man weiß auch nicht die tatsächliche Ursache, aber die Innereien wurden irgendwie entfernt, Knochen und so. Ich sehe Kratzer auf dem Boden. Ihr wisst warum. Nach den jüngsten Ereignissen wurde Playtom Co. um einen Kommentar gebeten über die Entdeckung. Dies ist, was sie zu sagen hatten. Zitat. Es ist widerlich. Elliot Ludwig war ein großer Mann. Und all, die ihn kannten, wussten, dass er nicht so gewaltfähig war. Ganz zu schweigen von dem, was andere jetzt behaupten. Er hatte eine tiefe Liebe in seinem Herzen für Kinder wie dieses hier, was die Handlungen desjenigen dieser Leiche abgelegt hat, noch kranker macht. Wir freuen uns darauf, seinen Ruf wiederherzustellen. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch vor dem Gesetz. Man versucht wieder, den Ruf von Elliot reinzuwaschen, obwohl er die Chance, also dass die Chancen auf jeden Fall sehr hoch sind, dass er Scheiße gebaut hat. Aber man weiß es nicht. Er würde sowas niemals Kindern antun. Und ja, wir wissen beide, dass das wahrscheinlich alle vier, die das Video schauen, dass das nicht stimmt. Sehr lautes Telefon. Wer ist das? Du musst laufen. Oh, oh, oh! Da war Snapchat. Oh, da war Napcat. Obwohl Playtime Ludwig unschuldig beteuert hat, viele glauben, dass seine zurückgezogene, geheimnisvolle Art in den vergangenen Jahrzehnten macht diese Behauptung fragwürdig. Also, dass er eben, er verhält sich jetzt so komisch und das macht alles. Kehrte oft zu ungewöhnlichen Nachtstunden. Er kehrte zu ungewöhnlichen Stunden zu seinem Haus zurück, um vor Sonnenabgang abzureisen. Einige glaubten, er sei krank, andere, beweg dich nicht, beweg dich keinen Zentimeter. Playtime Co., es scheint. Beabsichtigt, den Namen Elliot trotzdem ihre Marke zu behalten. Es wird mit Sicherheit ein langer Rechtsstreit folgen. Ich darf ihn nicht bewegen. Oh, ist das gruselig hier. Darf ich mich bewegen oder nicht? Da stand ganz fett, beweg dich nicht. Boah, ich pack das gerade nicht. Ich pack das gerade nicht. Ich pack das gerade überhaupt nicht. Napcat. Wo bist du? Wo bist du, Kätzchen? Wollen wir spielen? Ich renne jetzt einfach geradeaus. Überall diese Kratzer. Überall diese Kratzer. Ich renne da jetzt durch. Oh! Ah! Boah! Wo ist der? Wo ist der? Die Augen! Oh! Er jagt dich. Oha, Mann. Oha. Zehnmal gruseliger als alle Teile. Okay, drei Teile, zwei Teile. Oha, ist das geil. Boah, ist das geil. Auch hier dieses Waisenhaus und so. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich gehe zurück. Hier gibt's keinen zurück. Ich laufe gerade nur im Kreis. Eieiei, wie geil. Ich laufe noch eine Runde. Oh, der Weg hat sich jetzt ganz normalisiert wieder. Oh. Okay. Was? Oh mein Gott, Katze hat alles zerstört. Ich höre ein Schnurren. Katze hat alles zerstört. Sie schnurrt. Ich lauf. Ich krieg Jumpscare in die Fresse, aber egal. Egal. Was steht da? Wie komme ich hier durch? Ich komme hier gar nicht durch. Schuld wird dich jagen. Aber ich bin nicht schuldig. Ich habe nichts gemacht. Alter, dieses Schnurren. Ich sage jetzt schon, ich sage euch eine Sache. Kapitel 3. Ich sag jetzt schon mal, dass es der beste Teil sein wird. Ich sag's jetzt schon mal. Jetzt, oh, jetzt spielen wir richtig geil. Es ist wieder sogar. Steh auf.
Oh, da ist er. Get up. Steh auf. Ei, ei, ei. Oh, ist das gruselig! Und jetzt? Hier geht's nicht weiter. Man hört Kinderschreie. Boah, ist das gut! Wo bist du? Napcat, mein Freund. Napcat und ich, wir werden dicke Freunde noch, glaub's mir. Dicke Freunde werden wir, Napcat und ich. Dicke Freunde. Ich habe absolut keine Angst vor Napcat. Napcat ist mein Freund. Wir werden Bros. Wisst ihr, Huggy Wuggy, so behalt den. Napcat ist der. Napcat ist der Shit. Aber Huggy Wuggy ist auch süß. Haxon. Komm, macht Haxon nicht schlecht. Wir müssen in die Richtung gehen. Man muss einfach den Schreien folgen. Wird immer lauter. Tür geht auf. Aufzug. Wir gehen durch. Oh, wir sind befreit. Ist er hinten? Ist er da hinten? Ist er da hinten? Ich glaube, der ist da hinten, oder? Nee, er ist nicht da hinten. Eieiei. Oh, wie geil. Jetzt bin ich wach. Jetzt bin ich wirklich wach. Es ist schon spät. Ich spiele das gerade echt im Spät. Und ich war so ein bisschen so, Aber jetzt bin ich wieder, Happy and fun way was it done. Gib mir Kassette. Gib mir Story. Komm, ich habe wirklich Bock. Wo ist Kassette? Hier muss doch was rumliegen. Gib mir Kassette. 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 Hier. Reinschmeißen. Geil! Seid ihr gegrüßt, liebe Mitarbeiter, und willkommen zum ersten Tag hier bei Playtime. Wir sind sicher, dass du die nächsten Tage deine neue Familie finden wirst, die genauso liebevoll unterstützend sind wie deine eigene. Schlender ruhig durch die Hallen. Setz dich zum Mittagessen in die Messe oder schau unsere Kinder lernen, was dein Herz begehrt. Das war zu schnell gerade. Schließ dich den Innovationen an oder schließ den Betreuen. Okay, also so viel wie so ein Willkommensvideo. Ich werde zusammenfassen, okay, als du denkst, macht auch keinen Sinn. So, also, jeder hat seinen Anteil an dieser Zukunft. Or what you've die Musik. Done. Die Musik ist so süß. Okay, hier gibt es auch einen Supervisor, so einen Typ, seinen Ansprechpartner, wenn du irgendwas hast, wenn irgendwas auf dem Herzen liegt. Solltest du zurückkommen, Jahre später, dass dein Gewissen endlich die Oberhand gewinnt? Dieser böse Hagi-Wagi. Mögst du in die Dunkelheit und in den Staub hinabsteigen? Und alles, was dich erwartet, sind unfassbare Schrecken. Oh Gott, ich darf dich weggucken! Oh Gott, jeder sehnt sich nach deiner Rückkehr, jeder will dich, will dich finden. Vielleicht würden sie dich von einem Schatten aus anlächeln, ihre lächelnden Münder voller Zähne, Fleisch und Plastik. Beobachten und warten geduldig darauf, dass sie an der Reihe sind, herzlich gegrüßt zu werden. Oder sie lassen dir nicht zu viel Zeit, um deinen Platz in der Welt zu finden, die du verlassen hast. Eine Welt, die jetzt ihnen gehört. Willkommen zu Hause. Oh! Huggy kommt raus! Oh! Huggy kam aus dem Fernseher raus! Huggy kam aus dem Fernseher. Bin ich tot? Das war traurig. Nein. Oh, ist das geil! Die haben das so gut gemacht. Kein Wunder, hat sich so verschoben, weil es ist gut. Es ist gut. Baby. Napcat. Huggy Wuggy Kopf. Und hier ist der Kopf. Okay, wieder drin sein. Okay, langsam. Ich will genießen. Ich will wirklich den Moment gerade genießen. Hier sind auf jeden Fall Kinder. Und ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück. Wir haben unsere Arme wieder. Und hier geht das ganze Spiel weiter. Und weiter geht's. Kann man nicht rein. Oha. So. Alter, ist schon sehr, sehr geil. Was geht hier ab? Gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Okay, alles abgecheckt. Sind das Köpfe? Das sind Hagi-Köpfe. Nein, das ist kein kaputtes Spielzeug. Okay. Ah, das ist schon ein gutes Spiel, Leute. Man muss echt kurz Pause sagen. Man will es essen. Es ist so ein Spiel, das man gerne essen möchte. Es ist so diese perfekte. Es ist nicht zu übertrieben. Es ist so einfach lecker. Ah, hier kann man rein. Will ich hier rein? Wir gehen hier rein. Maske! Geil! Oh! Jetzt übertreiben die komplett. Jetzt, das ist Security Breach. Also, das ist wirklich Security Breach einfach. Ich brauche die Maske, oder?
Was kann die Maske genau? Wofür brauche ich die? Ist das wirklich so, damit ich nicht sterbe? Also jetzt kommt die Maske endlich zum Einsatz. Kann ich irgendwas mit dir machen? Nein? Was genau macht die Maske? Ich weiß es noch nicht. Ist die wirklich eine Gasmaske? Wegen dem ganzen Zeug hier. Oder verleiht die mir auch irgendwas? Kann ich hier wieder raus? Muss ich vielleicht wieder raus? Vielleicht muss ich hier nur rein wegen der Maske. Vielleicht habe ich jetzt Maske, Grabby. Grabby, Grabson, wie komme ich hier? Was ist das für ein Sound? Okay. Let's go. Habe ich die Maske drauf? Ich brauche die Maske, sonst sterbe ich. Okay, Maske ist auf jeden Fall zum Atmen. Aber wie geht's weiter? Komme ich hier raus? Kann ich Maske? Nein, ich brauche die Maske. Komme ich hier weg? Was ist, wenn ich die Maske wegmache? Also ich glaube, die ist echt nur für dieses ganze Gaszeug. Ah! Okay, wir sind weiter. Oho. Oh, oh, oh. Oh, oh! Snapchat. Will ich in die Richtung überhaupt? Was geht hier so ab? Ich habe gesagt, Snapchat und ich sind Freunde. Das Ding ist kaputt, oder wie? Das aber nicht. Nein, das ist nicht kaputt. Ich brauche halt noch eins. Was geht hier ab? Gar nichts. Oh. Watch out. Versteck dich. Warum? Oh! Kissy, Missy, was machen Sie denn da? Was guckst du an? Oh nein. Das ist irgendein Mädchen, das sie wahrscheinlich vermisst. Wie Kissy, Missy einfach nichts macht. Hier. Okay. Einmal rein. Das Subjekt ist stabil und trägt die Nummer 1322. Bei seiner jüngsten Untersuchung wurde deutliche neutrale, obwohl sehr unregelmäßiges Anwesen, Home Sweet Home, kurz vor Schluss aufgetreten. Was hast du mit meinem Freund? Das ist zu schnell, der Text. Warum bist du nicht im Bett? Wie bist du reingekommen? Ist Kevin krank? Warum habt ihr weggebracht? Ich. Ja, Kevin ist sehr krank. Sehr, sehr krank. Aber wir wollen, dass es ihm besser geht. Aber er kann nur besser werden, wenn wir ihn dorthin bringen, wo wir ihn versorgen können und wo er ja, Ruhe bekommt. Glaubst du, dass es ihm wirklich gut geht? Ich denke schon. Wir sind gut in dem, was wir tun, mein Sohn. Wir haben in der Schule aufgepasst. Okay. Ich werde zusammenfassen. Das ist zu schnell, der Text. Also, die bringen sie jetzt zurück ins Bett. Also, irgendein Kevin... Er ist wohl krank. Es haben meinen Frühling nicht kennenzulernen, Joseph. Und ich verspreche dir, dass dein Freund gut gehen wird. Wenn du ihn wieder siehst, wird es ihm wieder gut gehen. Also wird es ihm wieder besser gegangen sein. Irgendein Junge. Die experimentieren, glaube ich, mit Kindern. Und die werden dann wahrscheinlich zu Spielzeugkampfrobotern. Also hier fehlt noch eine Batterie. Und wo finde ich diese Batterie? Wo ist diese Batterie? Wo ist Batterie? Batterie! Battery! Ah! Wir sind weiter. Wieder Huggy. Noch mehr Kids. Oh, hier ist die letzte Batterie. Oh! Ich gehe jetzt einfach runter. Wir ignorieren hier alles und gehen jetzt runter. Und geben diese Batterie unten ab. Also noch hatten wir keine richtigen Probleme mit unserem Freund Snapcat. Aber kommt noch. Die Probleme kommen noch. Rein da. Okay. Oh! Laut, Junge. Geht das jetzt auf? Was hat das jetzt gebracht? Ah, wir kommen jetzt hier hoch. Geil. Huggy? Haxon. Ich hab Schluck auf. Aber ich werde gleich erschrocken und dann ist mein Schluck auf weg. Einmal das hier nochmal. Und. Tschau! So cool. Aber was hat das jetzt gebracht? War das... Ich hab was gehört. Hallo, ich bin Piggy Piggy. Lass uns essen. Okay. Also hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Noch mehr. Was suchen diese ganzen Huggies? Ich wette einfach, Napcat hat nicht gegönnt, dass Huggy das Maskottchen ist von Playtime. Und deswegen überall zerstört. Macht ja auch Sinn. Ich meine, wusstet ihr, dass Pummeluff eigentlich das Maskottchen von Pokémon hätte sein sollen? Und dann hat man sich für Pikachu entschieden und deswegen ist Pummeluff immer so sauer. Ach, scheißegal. Aber wir sind jetzt hier nicht wegen Pokémon, sondern wegen Bobby Playtime. Also, erstmal das Ding hier wieder, aber mit anderen Armen. Jawohl, Power Arm ist das. Den nennen wir auch gerne den Power Arm.
Aber wir wissen nur nicht, wo wir diesen Powerarm jetzt reinstecken. Okay, das heißt erstmal die Lage checken. Und sobald wir wissen, wohin, stecken wir den Arm da rein. Hier muss der Arm rein, okay. Nein, hier lade ich das Ding auf. Aber wo stecke ich den Arm rein? Ach, da oben. Okay. Und jetzt wieder den anderen Arm. Hat dieser Arm Taschenlampe, kann das sein? Die haben beide Taschenlampe. Oh, ich war zu langsam. Was ist passiert? Was hat das jetzt zu bedeuten? Also ich brauche auf jeden Fall den Arm. Oh, sehr, sehr unangenehm gerade. Also, ich brauche auf jeden Fall... Kann ich wieder raus? Oder meine Chance ist vertan? Ich komme nicht mehr raus. Was bedeutet das jetzt? Was heißt das jetzt? Kann ich hier raus? Nein. Aber hier kann ich bestimmt raus. Hier muss ich... Ich muss doch raus können. Shit. Bin ich jetzt gefangen oder was? Ja, ich würde hier gerne wieder raus. Wenn ich bitte darf. Ah. Komm schon. Jawohl. Gib mir Power Arm. Bam. Was öffnet sich jetzt? Was? Renn! Oh, knapp. Okay. Jetzt nochmal eine Runde. Aber das ist zu weit. Ist hier nochmal grün? Irgendwo grün? Süß. Das Bild von Napcat. Ich find's so süß, wie einfach so stückchenweise die Story einfach erklärt wird. Einfach Stück für Stück für Stück. Okay. Jawohl. Und... Garden of Bam Bam. Oh! Riesen-Kuscheltier-Napcat. Verfolgt mich! Okay. Die hätten echt mal aufräumen können hier. Hier ist Küche. Krass. Aber es bringt Batterie. So. Batterie leer. Jetzt dreht sich das Ding auch nicht mehr. Aber was mache ich mit Batterie? Wo stecke ich die rein? Ich nehme die jetzt einfach mit, weil ich denke, wir brauchen die. Ah, ich weiß, wofür die brauchen. Wir brauchen die für den Dingsbereich. Oh mein Gott. Dieser Dings im Kühlschrank. Garten auf Kühlschrank. Das Ding hier muss in die diese Hauptraum, in den Hauptraum. Und ich denke, wir werden nicht so einfach in Ruhe gelassen werden. Ich denke, gleich passiert was. Okay, wir würden jetzt gerne einmal raus. Das heißt, das graben wir uns mit... Wir brauchen grün. Wir brauchen so ein Power-Dings. Oh, die Musik ist so schön. Hä, Moment. Okay, wir haben Strom. Stromerzeugnis. Okay. Wollen wir hier hin? Müssen wir hier hin? Nein, nein, lass mich zurück. Lass mich zurück. Lass mich zurück. Okay, wir gehen wieder. Shit. Okay. Okay, wir graben uns einmal hier das. Dann gehen wir einmal wieder hier lang. Ich mache random gerade. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber es sieht irgendwie... Nein, das brauchen wir. Jetzt sind wir in der Kirche gelandet. Blut. Du tust mir nichts, oder? Du hast eh keine Batterie mehr. Brauchen wir. Playtime-Batterie. Batterie. Wer ist da drüben? Ist da jemand? Also wir müssen auf jeden Fall darüber wieder. Diese Sounds aus der Hölle. Sounds of the Hölle des. Das sind Sounds. Okay, wir gehen hier runter. Wie kommen wir hier rein? Müssen wir hier rein? Ich will hier durch. Okay? Und wenn wir hier durch wollen, brauchen wir ganz viel Batterie. Battery. Und ganz viel Batterie finden wir hier. Okay. Bam. Ah nein, das war falsch. Das war falsch. Wir brauchen das. Jetzt habe ich wieder Power Arm. Das. Das. Scheiße. Verkackt. Okay, wir brauchen... Okay. Ich habe Rätsel gelöst. Der Weg war das hier. Willst du das hier? Das hier? Willst du das hier? Mist. Ich hab's doch nicht gecheckt. Okay, ich hab's. Passt auf. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich kein... Dann dürft ihr... Ach, keine Ahnung. Leute, keine Ahnung. Ich weiß selber nicht, was ihr dann dürft. Das hier muss hier hin, okay? Garden of hier hin. Dann nehmen wir das. Packen hier hin. Scheiße. Es muss halt echt beide Seiten müssen passen. Okay, nochmal. Einmal. Nein, mach auf. Nein, das brauchen wir doch. Nimm mit. Oder hilft die Batterie? Nein, die macht ja nur... Ja, toll, die ist jetzt weg. Also sie muss doch hier rein. Toll. Toll, das war... Keine Ahnung. Okay, einmal das Ding hier. So, das wollen wir einmal. Dann kommt das hier hin. Dann wollen wir... Das... Nein, das war knapp.
Nochmal. Okay. Garden of Duster. Okay, Garden of Duster. Hier ist das Licht jetzt, glaube ich, wieder... Ah, das hält ja voll lang. Ach so, easy. Ach so, oh! 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 Was ist denn das? Snapchat. Eine Umarmung am Tag hält die ungeheuer fern. Ja. Was ist hier? Ich bin hier drin und hier muss irgendwas sein. Aber was? Wir sind ja weiter. Kann ich... Was bedeutet das? Soll ich dich jetzt umarmen? Zwei Umarmen pro Tag sind in jeder Hinsicht besser. Für immer umarmen. Ich werde dich umarmen, bis du platzt. Ah, ach so, das Ding hier. Geil. Ich fühle mich stark. Das Ding ist komplett durch die ganze Map geflogen. Okay, versteck dich. Verstecken. Aber vor wem? Verstecken. Ist hier noch irgendwas? Boah, ich hab schon Angst. Wir müssen hier lang. Verstecken stand da. Oh oh. Maske? Ist hier noch irgendwas, das man vielleicht braucht? Nein. Was passiert, wenn ich Maske wegmache? Nein, nein, das tötet mich, das Zeug. Ja. Maske ist wirklich zum Überleben. Kann das sein, dass das irgendwas ist, was die ganzen Kinder getötet hat? Oder irgendwie so? Brauche ich die noch? Nein. Okay, eine Batterie noch. Eine Batterie. Soll ich hier wieder durch? Ich glaube nicht. Zurück. Mit Batterie. Wo stecken wir die rein? Nein, ich kann hier nicht durch. Ich muss schon hier lang. Das war schon richtig hier. Aber wohin? Kann ich hier durch denn doch? Scheiße. Snapchat. Einfach Snapchat. Ah, jawohl. Hier mit. Und weiter geht's. So, Batterie. Ja, hier. Geht das jetzt auf? Oh! Was passiert? Was ist jetzt passiert? Ich weiß nicht, ob ich hier hoch soll. Ich glaube nicht. Doch, ich muss hier hoch. Das heißt, wir sind noch höher jetzt, oder? Nein, hier müssen wir hin. Und was jetzt? Was geht hier ab? Und einfach Playtime-Tasse. Klasse. Okay, einmal bewegen. Hält das nicht? E drücken. Revolver? Aber wie kann ich den Revolver benutzen? Ach so. Okay, das ist neu. Aber was, wie schieße ich jetzt? Ist das vielleicht, soll ich das hier bewegen jetzt? Ja. Okay. Und hier genau dasselbe Spiel. Wohin muss was geschossen werden? Was ist, wenn wir einmal kurz den hier anfassen? Okay. Und den schießen wir auf den hier. Ganz, ganz, ganz klassisch. Den hier. Nee. Den hier. Den hier drehen wir. Was macht der nochmal? Okay. Ah, den müssen wir zielen. Okay, wir zielen den hier hin. So. Dann. Was ist, wenn wir jetzt wirklich draufdrücken? Oha. Das hat nicht geklappt. Das heißt, wir machen einmal den hier. Okay. Was ist, wenn wir jetzt... Okay, okay, okay. Hier oben stimmt nicht. Hier oben. Das Ding müssen wir wieder runter machen. War das nicht so? Was ist das? Kann man ziehen? Ja, kann man ziehen. Okay, zieh. Halt fest. Zieh, halt fest. Und wir hüpfen einmal rüber. Jawohl. Okay, das Ding... Kann ich... Was ist, wenn ich den wieder anmache? Nein. Aber den. Ah, das stoppt hier. Moment. Das muss runter. Na, das muss auf jeden Fall runter. Okay, das heißt, das muss an. Oder? Das sieht gut aus, aber es ist nicht ganz fertig. Irgendwas spinnt hier. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist noch nicht ganz fertig. Okay, das muss auf jeden Fall unten sein. Das haben wir verstanden. Okay. Das da. Okay, bam, 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 bam. Was, wenn wir den hier einfach noch ein bisschen drain main? Nein, auch nicht. Okay. Was ist, wenn ich das Ding so aktiviere? Geht das vielleicht, geht das gar nicht hoch? Wenn ich hier so drauf bleib. Oh, das hat geklappt. Das ist nicht hochgegangen wegen mir. Tja, ich wiege ja auch was. Das habt ihr nicht gehört. So, wir sind auf jeden Fall weiter. Und immer noch fehlt mir diese richtige fette Interaktion mit Napcat. Weil es ist alles so schön Teaser und so, aber ich möchte jetzt diesen Moment mit Napcat. Diesen einen Moment. Und ihr wisst, was ich meine. Dieses, wenn man so nickt, so.
Ja, Mann, das ist er. Das ist er. Das möchte ich. Ich möchte ein One and One with the Cat. Oh mein Gott, dieser Sound ist aus der Hölle. Ein Huggy ist auch aus der Hölle. Höher, höher, wir gehen immer höher. Storytime. Wir sind draußen. Wir sind draußen. Hier liegen Unterhosen. Oh, Huggy! Du bist Freund! Huggy. Nein! Loslassen, Poppy! Poppy, komm einfach! Nein, das ist Mikissi-mäßig. Sie haben nichts falsch gemacht. Wir sind eigentlich hier, um zu helfen. Ist Poppy doch nett? Poppy ist doch nett. Poppy ist doch nett. Dieser Ort macht sie nervös. Ich bin froh, dass Ollie dir helfen konnte, so weit zu bringen. Er ist der Grund, warum wir dich überhaupt gefunden haben. Also Poppy ist doch nett. Ach, keine Ahnung. Sieht aus, als wären wir beide vom Zugunglück getroffen. Du hast sehr viel durchgemacht. Wir haben zu viel durchgemacht. Zu viel durchgemacht. Du verdienst eine Erklärung. Los. Hey, du kommst schon klar. Wir kommen schon klar. Einmal kurz Kissimissis Hintern slappen. Okay, nein, zurück. Wo geht's hin? Süß, Kissimissi, so süß. Ey, das kenne ich, diesen Aufzug. Das ist der typische, dieser Garden of Bamban Aufzug immer. Wo man dann nächste Level, das bedeutet, dass man das Kapitel endet. Hör zu, ich bin nicht dein Feind. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen. Was hier unten passiert, ist größer als wir alle. Und ich brauche dich. Damit wir uns an den Monster rächen können. Die euch gefoltert haben. Die uns gefoltert haben. Sie haben nicht allein gehandelt. Sie sind Jünger des Originals, der Prototyp. Schwer zu sagen, Leute. Die Ehre haben. Poppy ist vielleicht doch gut. Süß, Kissimissi, so ein süßes Viech, echt. Voll Bock da drauf zu. Licht geht wieder. Kann ich runterspringen? Nee. Und jetzt? Soll ich wieder runter mit euch? Ich komm. Wollen wir wieder fahren? Ja. Der Prototyp weiß inzwischen, dass wir kommen werden. Wenn du versuchst zu fliehen, wird er dich töten. Er ist der Grund, warum ich gefangen war in diesem grässlichen Fall schon so lange. Du hast keine Ahnung, was er alles getan hat. Ich helfe dir, ihn zu töten. Wir haben alle gesehen, wie fähig du bist. Danke. Du hast Huggy getötet, du hast Mami getötet. Du hast mich befreit. Du bist perfekt dafür. Catnap kommt. Er ist das letzte Hindernis. Okay. Wir können nicht hier bleiben. Ist er der Letzte, oder was? Ollie wird sich anrufen. Okay, bis dann, ja? Bis dann. Geht ihr wieder? Ja, die gehen wieder. Bis dann. Passt auf euch auf. Grüß mir Huggy. Na, Huggy ist tot. Okay, Ollie ruft an. Hey, ich bin da. Es scheint, dass Poppy, ich habe Poppy und sie schaltet den Notruf. Okay, ja, Strom geht wieder. Der Plan ist ziemlich einfach. Wir müssen die Stromversorgung im Gasfördergetrieb wiederherstellen. Gebiet, geh zurück zum Home Sweet Home Gelände, in dem du gerade warst. Du sollst in der Lage sein, irgendwo auf der Veranda ein großes Stromkabel zu finden. Nimm es und steck es unter die Statue. Okay. War das dann hier? Ne, das war da, wo dieses Licht. Sollen wir wieder hier? Ich glaube, das war hier, oder? Ich hab's gerade selber nicht. Ne, das war auf jeden Fall nicht hier. Aber ich probier's trotzdem. Nein, das war nicht hier. Das war. Was ist denn das? Was ist das für ein Sound? Hier ist Post. Okay, ist auf der anderen Seite gewesen. Dieses Licht. Oh, Dino, aber Licht. Zu süß. Noch ein Dino-Licht. Das ist so süß, wer das auch immer erfunden hat. Dino mit einem Lichtkopf. Und auch. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Eieiei. Das waren noch Zeiten. Dieses Viech hat es einen wirklich zu Tode erschrocken hat. Okay, hier ist auf jeden Fall nichts. Das waren noch Zeiten. Diesen Ameisenkäfer habe ich schon längst verdrängt aus meinem Gehirn. Wo waren das? War das nicht hier? Dieses legendäre Gebäude. Freunde, es wird spät. Ich werde auch gerade müde. Ich überlege gerade Pause zu machen. Weil es ist spannend, aber es ist schon spät. Es ist wirklich hier gerade. Okay, es ist 11:30, geht noch. Aber ich hatte gerade einen einigermaßen gesunden Rhythmus.
Aber den können wir jetzt knicken. Der ist und bleibt am Arsch. Nein, das war schon richtig, wo wir waren. Da, wo dieses Piep war. Weil das Piep ist doch... Piep. Ja. Ja, das war das Piep. Und das stecken wir jetzt unten rein, oder was? Das endlos lange Kabel. Kann ich hier... Nein, das muss hier rein, wo das andere Piep ist. Wo ist das Piep? Schon sehr langes Kabel. Wo ist denn das Piep? Kann ich jetzt hier rein oder nicht? Ja, ich komme doch schon. Das Kabel, ist das lang genug überhaupt? Wo denn? Wo muss denn das rein? Das ist auf jeden Fall da drin. Wir müssen irgendwie rein. Kommen wir jetzt hier rein? Ja, okay. Oh mein Gott. Wo muss das rein? Hier. Hier kam der Sound her. Bin ich blind? Wo kommt das rein? Okay. Unglaublich, sieh dir das an. Erinnerst du dich an den Generator, den du Home Sweet Home eingeschaltet hast? Das war ein Notstromgenerator. Oder was auch immer. Und dieses Gebäude sollte eins haben. Jetzt muss einfach Home Sweet Home. Ich kann nicht mehr lesen. Ich bin wirklich am Arsch. Ich muss für mich lesen. Wir sind schon zur Hälfte fertig. Aber wohin jetzt? Okay, überall ist gefährlich. Vor allem das Spielhaus. Igitt. Also am besten ist wahrscheinlich die Schule. Catnap lässt diesen Ort normalerweise in Ruhe. Ich schicke dir den Schlüssel jetzt. Okay, gib her, komm. Wir haben jetzt Schlüssel und gehen weiter. Ich glaube, wir sind so ungefähr, ich könnte mir vorstellen, dass wir so ungefähr jetzt bei der Hälfte sind vom Spiel, hat er auch irgendwie gesagt. Und dann kommt Endboss-Fight. Wie komme ich hier nochmal raus? Hier so in der Mitte. Wie war das? Lost. Okay. Diese Geräusche. Okay. Mach es kurz. Schalt den Generator ein, verlass die Säulen, schließ den Stromkasten der Schule an das Zentrum. Okay, also genau das. Ich soll aufpassen. Sorry. Okay, also ich muss hier... Irgendjemand ist hier. Und ich soll wohl jetzt einfach aufpassen. Mein Gott. Okay, wir haben hier einfach Stromkabel-Dingsbums. Das heißt, wir nehmen einmal das hier. Misty Light. Schüler, bleibt auf euren Plätzen, bis die Glocke läutet. Und kein Betreten der Flure, das ist unser Gegner. Es ist nicht Catnap, aber es ist ein anderes Gegner. Ein Vorgegner. So, was machen wir denn Schönes? Wie kommen wir hier rein? Okay, ich muss von hier runter wahrscheinlich. Hier rein, anders geht's nicht. Run. Oh, Batterie gerippt. Ich muss sagen, so im Vergleich zu Poppy Playtime 1, wenn man vergleicht mit 3, so von der Qualität her und alles, also wirklich so die kleinen Details und so, ist viel, die haben wirklich investiert in das Game. Viel hochwertiger, viel besser alles. Aber ist ja normal. Ist ja normal. Aber man merkt halt wirklich diesen Unterschied. Schon ganz anders. Eine ganz andere Quality. Wisst ihr? Eine ganz andere Quality. Kann ich nicht mit dem nochmal? Nee, das war falsch. Fatality. Okay, wie wär's, wenn ich so mach? Und damit renne ich jetzt. Scheiße. Hashtag Scheiße. Okay, genug jetzt. Genug Schabernack, jetzt wird gespielt. Ich will weiterkommen. So, hier ist nichts. Wisst ihr was? Wir probieren es nochmal. Okay. Einmal den. Nee, falsch. Das war falsch. Oh, das ist diese Lehrerin! Wo ist sie hin? Hat er sich einfach in Luft aufgelöst? Wo ist sie hin? Jetzt war ohne Spaß. Oh! Warte, ich erkenne dich. Ja, ich erinnere mich. Du hast hier gearbeitet. Wie geht's dir? Lebendig? Hm? Barb? Oh. Barb sagt, du suchst nach deinen Mitarbeitern. Catnap würde es nicht gefallen, dass du hier bist. Du solltest gehen. Zu der eigenen Sicherheit. Tja, und was, wenn nicht? Was ist, wenn ich bleibe? Okay, wir müssen es nochmal versuchen mit diesem Stromdings. Okay, probieren es nochmal. Einmal hier. Dann machen wir einmal hier. Aber wir klauen das nochmal. Okay, jetzt ist der Arm voll. Oh nein, es hält nicht. Scheiße. Okay. Hier hinten ist offen. Ah, da ist sie, glaube ich, runtergekommen. Kann man da rein? Ja.
Oh, wo bin ich jetzt? Oh. Oh. Ich habe das Gefühl, es wird eklig. Wir gehen weiter. Können wir weiter? Wir können weiter. Wir gucken erstmal, was hier abgeht, bevor wir in das eine Loch gehen. Okay. Scheiße. Das war Fail. Das war auf jeden Fall Fail. Dann nochmal. Also, wir gehen hier runter. Und hier ist die Batterie, die noch fehlt. Nein, 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 ich brauche den anderen. Okay, komme ich hier wieder raus? Okay, ja, komme ich. So, jetzt müssen wir hier lang. Mit der letzten Batterie. Okay. Das heißt, ich habe jetzt Strom. Strompower. Was mache ich damit? Strompower, Strompower. Okay, wofür wäre das jetzt gewesen? Für wo? Für hier? Für hier? Nein. Für hier habe ich ja das Ding hier. Oder? Moment. Okay. Das bringt nichts. Okay. Aber wofür war das? Für hier? Ich glaube für hier, ja. Yep, yep, yep. Okay. Jetzt sind wir hier durch. Und jetzt hier war ja so ein Dings. Okay, und wir sind weiter. Und irgendwo ist diese Lehrerin, die uns bestimmt nichts Gutes will. Hier ist auch nochmal Kassette. Kassette, 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 Kassette. Oh, oh. Oh, sie rennt. Ich will nur kurz gucken. Okay, hier ist... Oh Gott. Das waren meine Schritte. Kann man zumachen? Bitte. Okay, ich will erstmal Kassette. Hier liegt eine Kassette rum. Wir brauchen Kassette. Playtime. Wo ist Kassette? Schild hier? Ich finde Kassette nicht. Oder kommt die noch, die Kassette? Bin ich blind? Könnt ihr Kassette sehen? Schreibt mal kurz in die Kommentare. Wo ist Kassette? Vielleicht kommt die noch ein bisschen weiter. Ist die hier drin? Ah, hier kann man hoch. Oh! Ich habe irgendwas gegrabt. Irgendein Bild. Okay. Okay. Let's go. Oh, ich wette, sie ist hier drin. Die ist doch safe hier drin. Die Alte. Da war sie. Ich wusste, sie ist hier. Und jetzt ist sie hier wahrscheinlich. Oh. Du kannst nicht gut zuhören, was? In der Hinsicht bist du den anderen Menschen sehr ähnlich. Ich frage mich, ob deine Schreie auch so klingen werden wie die der anderen. Ich freue mich darauf, das herauszufinden. Irgendwie ist sie schon heiß. What? Das hat er nicht gesagt, oder? Nimm mal das Ding weg. Hagi Wagi, komm schon. Das hat er nicht gesagt, oder? Ist das nicht Powerknopf? Jawohl, das ist Powerknopf. Powerknopf hier rein und wir sind weiter. Das ist sie. Die ist ja verrückt. Hallo Schüler. Ich finde, dass meine Schwester und ich Fakten an zu einer Vielzahl an Themen drücke meinen Kopf, um Fakten zur Anatomie zu hören. Okay, komm. Wusstest du, dass im menschlichen Körper 60.000 Meilen Blutgefäße gibt? Zum Vergleich, der Erdumfang und der Äquator beträgt fast 25.000 Meilen. Krass, Blut ist verrückt. Noch einen, komm. Der kleinste Knochen in unserem Körper ist der Steigbügel in unserem Ohr. Wenn du es jemals beschädigst, riskierst du dein Gehör zu verlieren. Einen noch, komm. Möchtest du noch mehr über Menschorgane erfahren? Ja. Hallo, okay, reicht. Irgendwie... Oh, was ist das? Ein Hagi-Wagi-Handschuh. Ah, das war dieses alte Old But Gold, Dings. Wisst ihr noch? Dieses aus anderen Teilen. Oh, wie schön das leuchtet. Aber wie geht's weiter? Freunde, ich verstehe eine Sache nicht. Es ist 12:30. Mein Gehirn ist schon weg. Also mein Gehirn ist schon lange weg. Aber ich weiterspielen. Ich könnte auch morgen weiterspielen. Ich glaube, ich unterbreche wahrscheinlich demnächst auch. Aber ich habe halt gerade echt Bock. Aber ich kann nicht mehr so reden. Ich kann einfach, auch wenn ihr denkt, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt, aber ich kann gerade echt nicht mehr so reden. Und hopp. War das befriedigend? Oh, oh. Oha. Töte mich nicht. Kissimissi. Ich versteck mich genau hier und bleib hier. Ich bewege mich kein Stück. Soll sie mich töten? Ich bewege mich nicht. Töte mich. Ich punch dich. Was ist das jetzt? Kann es sein, dass sie sich bewegt, nur wenn ich mich umdrehe? Ja. Nicht diese Art von Ach du Scheiße. Boah, ist die gruselig. Boah, ist die gruselig. Boah, ist das schlimm. Dieses... Boah, das ist ganz schlimm. Dieses, wenn man wegguckt, bewegt die sich erst. Okay, ich guck dich an. Und du guckst mich an. Oh, mit so einer Dings in der Hand. Schon cool. Schon sehr cool. Ich brauch die Batterie, wenn's okay ist. Kissimissi. Boah, ist die crazy drauf.
Kann man da weiter? Ich glaube, man kann gar nicht weiter, gell? Oh, ist die cool. Hockt schon mit der. Kann ich hier durch, ohne dass du mich tötest? Oha! Irgendwie mag ich sie. Ich sehe dich. Ich werde einfach rückwärts laufen, dann passiert auch nichts. Vor allem, sie ist nicht mal langsam. Sie ist auch nicht mal so langsam. Ohohoho! Mit diesen Augen, die auch leuchten. Fuck! Wohin? Oh mein Gott, wie soll man das schaffen? Boah, ist sie verrückt. Wie komme ich hier raus jetzt? Kann ich mit dem Ding wieder nach oben? Aufzug oder was das war? Boah, keine Chance. Ich bin tot. Wie war denn der Weg? Ich habe den Weg nicht mehr gecheckt. Boah, ist sie... Also hier lang, ne? Boah, ist sie aggro. Ich bin tot. Ich sehe sie nicht. Das heißt, ich bin tot. Doch, ich sehe sie. Wie komme ich denn hier raus nochmal? Wuhu! Warum so eine Art? Sie ist weg. Oder kommt sie jetzt von der anderen Seite? Geh zu. Boah, das war echt crazy. Ist sie noch am Leben? Ja, ich glaube schon. Ich sehe Augen. Oder? Nee. Sehen wir jetzt weiter oder nicht? Nein. Ist sie jetzt noch da oder nicht? Boah, das war echt anstrengend gerade. Für die Nerven. Wo ist sie denn? Die Gute. Geh auf, oh! Wo ist sie? Wo ist sie? Ich kann so nicht spielen. Oh, ich höre sie doch. Boah, wie soll man das... Das ist so übertrieben creepy. Oh, ich... Leute, ich verstehe nicht. Auch diese Lehrerin oder was das war. Ist einfach so geil. Wisst ihr, was ich meine? Run. Okay, aber wohin denn, Bruder? Wohin? Selbst diese Lehrerin. Ich renn. Ich renn jetzt einfach. Ich renn einfach, was geht. Und wenn ich sterbe, dann wirklich, dann habe ich es einfach verdient. Oh Gott, muss ich hier rein? Die Frage ist... Ist sie noch hinter mir her oder nicht? Also bis jetzt habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich glaube, sie ist schon weg. Aber wie kann ich das Ding hier aktivieren? Ich muss doch raus. Wie aktiviere ich dieses Ding? Vielleicht im Mädchenklo? Da ist so ein Stromding. Okay, wir müssen rennen. Aber das hält nicht so lang. Das hält niemals so lang, wie ich es brauche. Doch, hält es. Okay. Renn, Bruder. Renn, Gregory. Wo ist sie denn? Boah, stellt euch vor, ich müsste mit der immer noch... Aber sie ist bestimmt noch nicht weg. Help. Sie ist bestimmt noch nicht weg. Die läuft hier doch bestimmt noch rum, oder nicht? Boah, so richtig crazy, eklig, gruselig ist sie. Okay, hier sind zwei... Scheiße, ist nicht geklappt. Ich möchte hier raus. Oh mein Gott, hier ist so viel Batterie. Ich habe so viel Batterie gar nicht. Hier ist Batterie. Hier ist auch Batterie. Boah, diese Sounds machen mich halt voll fertig gerade. Okay, eine Batterie, die hier reinpasst. Kann bitte sich mal die Stimmung wieder normalisieren? Das ist mir zu stressig gerade auch alles. Das ist mir zu stressig. Stopp. Diese Stimmung ist halt immer noch zu stressig. Wisst ihr, was ich meine? Sie ist ja schon weg. Ich hoffe, das ist ein Bug oder so. Dass sie eigentlich noch da sein müsste, aber schon weg ist. Rein da. Okay, Moment, ich muss kurz die Lage checken. Ah, understood. Wir müssen das hier nehmen. Dann einmal den hier. Dann einmal den hier rein. Den da rein. Den da raus. Und den da rein. Und jetzt kommen wir raus. Und hoffen, dass sie uns nicht tötet. Wenn jetzt Speichern kommt, heißt es, dass sie noch da ist. Oh mein Gott, wie sie noch gerannt ist. Wie sie noch gerannt ist, diese Psychopathin. Oh, irgendwie tut sie mir leid. Ich hätte schon gern ihr Jumpscare gesehen. Aber ich hatte keinen Bock. Ich hätte es nicht ertragen, wisst ihr? Es wäre mir zu viel gewesen. Und dieser erleichternde Sound. Oh, das ist so gut, Mann. Es ist echt Genuss. Echt Genuss. Was sagt der? Boah, was war denn das? Ich glaube, jetzt sind wir offiziell wirklich bei der Hälfte, glaube ich. Aber... Ich glaube, ich muss Stopp machen, nicht mal Pause. Leute, ich habe auch einen Mensch, der Nerven hat. Und die sind kaputt. Die Nerven sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Die haben Ebenen erreicht. Ich weiß nicht, aber sie sind nicht mehr da. Was lädt denn hier so? Wo sind wir denn? Was ist denn da? Hä, ich check's nicht. Ah, schon richtig, okay. Was sagt denn der? Hoppy Hopscotch. Willst du mit mir zum Mond hüpfen? Ja. Machen wir. Okay, bei drei mit mir. One, eins, two, zwei.
Sind nicht weit gekommen? Ja, aber die kommen jetzt weiter. Okay. Wie kommen wir weiter? Ah, was? Oh, ich hab wieder... Als ob ich jetzt schießen kann. Das ist ja geil. Das ist so cool, so einfach. Das bedeutet, wir müssen uns bald wehren. Einmal flop. Einfach Knarre jetzt. Das Spiel hat sich einfach zu einem Shooter entwickelt. Ist jetzt mal eine Kassette hier? Hier, oder? Ist auch keine Kassette. Hier ist Kassette. Kassetto. Gib mir Informationen. Oh, diese Hand einfach. Er hat es trotzdem nicht geschafft. Blöder, klobiger Anzug. Was war das, Budget? Nichts. Lass uns diese Lieferung einfach... Lieferkasten. Wir müssen irgendwas abliefern. Ich nehme an, du bist kein Fan von diesem Ort, nicht wahr? Nö, ich mochte das Gefühl nie. Ich meine, denkst du nicht, dass diese Kinder etwas echtes Sonnenlicht, bla, anstelle von Flutlicht und gemalten Himmel? Verdammt, wir dürfen nicht einmal mit den Kindern reden. Ist das nicht... Okay, also... Wie bitte? Das klingt nach dem Rich, den ich kenne. Nicht nach dem Rich, den ich kenne. Ich versuche nicht mehr ständig so wütend zu sein. Okay, also die haben irgendwas geliefert. Meine Frau sagt, dass ich reiß der Mann, aber... Okay, ja, der ist ein bisschen temperamentvoll, der Mann. Er tut's für sie, deswegen beherrscht er sich. Die sind irgendwelche Lieferanten, die was geliefert haben und die haben irgendwie Mitleid mit den Kindern. Okay, auf jeden Fall zwei Leute miteinander kommunizieren und einer macht von denen, geht in die Pension jetzt bald. Und er soll wohl den Nachfolger wählen. Ich denke, dir die Rolle zu geben. Also der eine ist vielleicht Lieferant, aber ich weiß nicht, welche Position er hat. Noch wirklich noch nichts Offizielles, okay. Und er glaubt, dass hinter seiner rauen Schale ein anständiger Kerl ist. Ein ehrlicher, hart arbeitender Mann. Also es sind auf jeden Fall zwei gute Boys. Wer weiß, was du recht hast, ich würde dir deine Chancen sind ziemlich gut. Also seine Position zu bekommen. Aber ich weiß nicht gerade, worum es geht, wer sie sind, was abgeht. Und er denkt halt, alle sind so gegen ihn, aber nicht jeder. Nicht jeder. Okay, weiß wirklich nicht, worum es geht. Bloß halt zwei Mitarbeiter miteinander gequatscht. Und ja, der eine hat wohl irgendwie Mitleid mit den Kids. Und der Typ, der bald in Rente geht, der weiß auch, was Sache ist. Und sieht einen anständigen Kerl in Rich. Aber was ist das? Geil, Mann, wie du die Waffe wechseln kannst. So einfach mit Mausrad. Wo kommen wir damit hin? Soll ich hier runter oder was? Oder müssen wir hoch? Mal kurz checken. Nee, oder? Wo sind wir hier? Oh, ich bin tot. Echt? Zum ersten Mal gestorben, so richtig. Also ich sehe das so zum ersten Mal. Ich liebe diese... Das. Ich liebe das. Okay, jetzt sind wir zurückgelaufen, oder? Nee, schon richtig. Hä? Ah nein, ich bin zurückgelaufen. Fail. Wir sind hier lang. Playtime. Playtime, it's time for playtime. Playtime. It's time for Poppy Playtime. Und hop. Und top, aber auch manchmal flop. So, das haben wir schon gesehen. Okay. Wir müssen aufpassen. So, ich glaube, also runter ist... Ich weiß nicht. Doch, runter ist okay. Aber wohin jetzt? Kann man hier rein? Nein. So, wo sind wir gestorben? Wir sind hier irgendwie runtergefallen. Okay, das heißt, okay, wir müssen einmal wieder wechseln zu, nein, bam, nee, und bam. Hat das was gebracht? Okay, hier auf jeden Fall falsch. Nein, nein, was denn das? Hopp, und hopp, okay, und hopp, das klatschen wir hier rein, und das Ding ist, ich weiß das selber gerade nicht. Wo wir hin sollen. Kann man hier hoch? Ich glaube. Nope. Jetzt ist Hand hier. Und jetzt kann man Garden of Bummern machen. So, und hier kommt auch Hand. Gibt es noch mehr Hände? Nein? Dann gib mir so ein Ding zum Festhalten.
Weil ohne Hand... Ah, nein, ich kann nicht hoch. Okay, das heißt hier lang. Dann hier lang. Oh, das war falsch, das war falsch. Nein, stirb bitte nicht, bitte. Bitte nicht sterben. Shit, das ist abgelaufen. Einmal hopp. Einmal mob. Und einmal top. Und dann machen wir den hier. Garden of Hoppy Playtime. Hoppy Playtime. Hoppy Playtime. Mr. Poppy Playtime. Und dann einmal hier noch Garden of Hop Hop. Und Garden of Flop Flop. Was? Was? Shit. Sheheat. Okay, einmal hier runter. Aber nicht sterben, bitte. Gut, dass es keinen Falsch... Shit. Dass es keinen Fallschaden gibt. Okay. Einmal bitte wechseln die Waffe. Dankeschön. Und bam. Nochmal dann. Bam. Dann hüpfen. Dann hüpfen, 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 hüpfen. Bam. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Und jetzt so seitlich hoch. Jawohl. Hat geklappt. Und jetzt kommt wieder Rätselmäßel. Damit wir das Ding hier... Okay. Jetzt müssen wir schauen. Oh mein Gott, das sind so viele. Wie soll das gehen? Können wir einfach runter? Sollen wir einfach runter? Dürfen wir einfach runter? Nicht, dass wir... Nee. Okay, das hat gepasst. Okay, wir machen einmal... Einmal auf den... Ja, okay. Dann gehen wir hier hoch. Dann machen wir das Ding hier einmal auf den. Okay, sieht gut aus. Nein, nein! Bitte, nicht von neu. Ich kein Bock, diese ganze Rumhüpferei. Lass bitte von oben starten. Bitte, bitte. Wo bin ich jetzt? Jawohl, von oben. Immerhin gönnen die einem das. Okay, das ist richtig. Das lassen wir so. Dann machen wir hier Garden of Hop-Hop. Dann machen wir Garden of Hop-Hop 2. Garden of gestorben. Nochmal. Yahoo! Was ist hier? Was passiert hier? Yahoo! Nein, das ist falsch. Gib mir das Ding zurück. Aber wie lang dieser Arm der Gerechtigkeit geworden ist. So, wo strahlt denn der hin? Der soll... Was ist, wenn der hierhin strahlt? Und der vielleicht ganz woanders hin strahlt? Und der vielleicht dahin strahlt? Damit der wiederum dahin strahlt. Hä? Wisst ihr? Hä? Versteht ihr? Habt ihr verstanden? Oh, ich bin selber, mein Gehirn ist wirklich weg. Matsch ist eine andere Begrifflichkeit für mein Gehirn. Gehirn... Wie war das nochmal? Was... Oh Gott, wie lost. Der schafft aber diesen Sprung hier nicht rüber, das weiß ich. Das geht nicht. Okay, also er muss diesen Sprung hier... Oh, er schafft ihn. Okay, wenn wir das jetzt hier hin haben, okay? Dann dieses Ding hier einmal... Rainy Mani. Shit. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber das Ding rastet gerade aus. Okay. Das... Wie komme ich an das hier ran? Ich will an das hier ran. So komme ich an das hier ran. Das ist schon mal geklärt. Das haben wir schon mal geklärt. Aber was ist mit dem hier? Das haben wir auch schon mal geklärt. Das ist gut, dass wir das zumindest geklärt haben. Okay, aber diese Pistole hier. So, wir lassen erstmal alles los und Garten auf Hüpfen. So, diese Pistole hier. Kann ich dich wieder aktivieren? Wie funktionierst du nochmal? Wie? Achso, ja, stimmt. Aber... Der soll auf den hier zielen. Okay? So, wenn wir jetzt sagen, wir machen wieder Garden of Hop Hop, und zwar hier. Jumpen einmal hier so ganz elegant rüber. Jumpen einmal hier runter. Bleiben aber genau hier stehen. Machen aber jetzt den hier. Packen uns jetzt aber auch den da drüben. Und? Das hat gar nicht geklappt. Aber das muss gedreht werden noch. Komm. Komm schon. Oh Gott, Leute, wie lost. Okay. Nein, nein, das war schon richtig. Das muss hier sein. Das muss hier schon sein. Das ist schon richtig. Aber das hier muss doch von dem hier angeschossen werden. Wieso ist du nicht... Was ist mit dir? Schießt du ihn ab? Du schießt ihn ab.
Das muss halt so eine richtige Ultra-Multra-Connection werden, ist es aber nicht. Weil hier etwas nicht stimmt. Und zwar die Verbindung zu dem, die brauchen wir die? Die brauchen wir, die Verbindung von dem zu dem. Aber wir brauchen noch generell eine Verbindung von dem zu dem. Dann gibt der dem die Connection. Das heißt, hier spinnt was. Aha. Ja, hier spinnt wirklich was. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und die Connection von ihm zu ihm brauchen wir aber noch, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, okay. Wir probieren es nochmal. Einmal hopp, dann einmal Poppy Playtime. Dann einmal hier runter, Monika. Und dann machen wir aber mit dem Kollegen nochmal das, was wir vorhin gemacht haben. Ja. Hat geklappt. Das war, wenn man es versteht, einfach. Okay. Wir sind weiter. Einmal hier lang. Und ich fühle, wir sind nicht mehr alleine. Aber wo ist er? Wo ist er? Ihr wisst wer. Es gibt nur noch einen Gegner. Wir kommen hier runter, ohne zu sterben. Einfach springen. Was ist das für ein Sound? Was hat es damit auf sich? Playhouse. Dieser Sound. Dieser ultimativ darke Sound. Wir sind weiter. Oh, wie geil. Was? Hallo? Na du? Bist aber nicht böse, oder? Hey! Oh mein... Der erste Jumpscare. Erste Tod. Sei nicht egoistisch. Steh auf. Das ist Poppy, die mit mir spricht. Poppy sagt, Bruder, steh auf, sonst... Okay, wir müssen auf jeden Fall diesen kleinen Viechern aufpassen. Denn die sind ganz eklig drauf. Fass mich an. Mein Gott. Ich ignoriere ihn jetzt einfach mal. Er ist eh klein, das will er. Aber irgendwie süß auch. Das sind Baby-Jumpscares, die er macht. Noch einer. Irgendwie sieht... gar nicht so ungruselig. Okay, ich bin tot. Töte mich. Ich höre ihn. Er kommt. Töte mich. Er kommt. Da ist er. Da ist er. Na du! Scheiße. Okay. Muss ich hier eigentlich... Ich habe doch eine Waffe. Kann ich den einfach abschießen? Oh. Ja, das bringt... Na, es tötet ihn nicht. Es erschreckt ihn noch ein bisschen. Aber ich glaube schon, dass wir hier lang müssen. Aber hier kommt ja dieser Kleine gleich wieder raus. Okay. Wie werde ich dich los, ohne dich loszuwerden? Okay. Aber ich kann ihn nicht komplett loswerden, oder? Oh mein Gott. Ey, ich muss da durch. Ne, ich muss doch nicht durch. Jungs, also könnt ihr mich bitte ein bisschen Privatsphäre geben? Oh Gott, ich komme von beiden Seiten. Bam. 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 Mein Gott, sind das viele. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Oh Gott. Sind die eklig drauf. Diese kleinen Missgeburten. Ich laufe gerade komplett intuitiv und irgendwie fühlt sich das richtig an. Okay, war falsch, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Okay, und jetzt? Oh Jungs, bitte. Oh mein Gott, ihr stresst mich. Oh, diese Sounds sind so widerlich. Oh nein, das war eigentlich schon richtig. Oder? Laufe ich gerade zurück? Ja, ich muss hier lang. Och Kinder, ihr nervt mich. Wo sind die anderen? Ich bin stärker, ich habe eine Waffe. Lasst Onkel Kyo doch einfach in Ruhe, bitte. Denn er hat euch nichts getan, er will einfach nur Frieden. Das Nervige ist halt, dass sie nicht sterben. Das ist echt nervig. Dass sie nicht sterben, ist erst ist nervig. Garten auf Rutsche war das jetzt. Garten auf nochmal Rutsche. Wie komme ich hier raus? Oh Gott. Oh Gott, wo seid ihr? Kommt schon, ich bin ready. Kommt schon, ich bin ready für euch. Kleinen ekligen Missgeburten. Wie komme ich hier raus? Wirklich, wie komme ich hier raus? Verpisst euch wirklich. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Wo seid ihr? Die können aber nicht hier runter, oder? Weh, die können hier runter. Verpisst euch doch. Oh mein Gott! Weg! Ich verstehe nicht, wieso ich noch überhaupt lebe.
Boah, wie eklig die sind. Hab ich jetzt überlebt? Also bin ich jetzt frei? Boah, sind die eklig drauf, dass sie auch hier hochhüpfen. Wieso kann man die nicht töten? Eieiei. Oh, nee. Das sind zu viele. Ja, was mache ich mit denen? Ich habe keinen Schuss mehr. Hä? Muss jetzt hier weg. Okay, ich habe Strom gemacht. Was bringt das? Kommen jetzt alle hier durch? Boah, ist das nervig. Wo sind die? Wo sind die? Ich brauche mehr Schuss. Ich hätte gern mehr als nur 5 Schuss. Ich hätte gern so 20 Schuss. Ja? Was jetzt? Boah, die sind so toxisch, die Dinger. Ich meine, die sind ja irgendwie süß, aber auch echt eklig, Mann. Boah, seid ihr eklig. Boah, seid ihr eklig drauf. Wo soll ich jetzt hin? Kann ich so einen Mega-Jump machen? So hopp? Nee. Also die spinnen zumindest jetzt komplett rum. Okay, irgendwas hat sich aktiviert. Okay, aber was jetzt? Oh je, oh je. Kann ich... Wie viele sind es denn? Also die spinnen hier rum. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Was ist, wenn ich... Ja, ich muss die Kiste verschieben. Das heißt, ich muss auf die andere Seite und auf der anderen Seite tötet er mich. Oh, die haben Stau. Na, das freut uns. So, jetzt habe ich hier das zumindest gelöst. Kann ich jetzt... Schade. Kann ich ein bisschen mehr verschieben? Okay, kann ich jetzt nicht von hier aus... So, einmal hier rüber? Nein. Okay. Wisst ihr, ich würde es sehr schön finden, wenn ich hier durch kann, ohne zu wissen... Ne, er leckt. Also, er kann nichts machen. Er ist da wirklich hängen geblieben. Das muss ich mir... Ach du Scheiße. Ich muss, glaube ich, durch das Loch, wo er hängen geblieben ist. Ich glaube, ich muss da durch. Kann das sein? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Oder hier durch? Nein? Ich glaube, ich muss da durch. Okay, ich schieße jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob man da rein kann. Die Frage ist, tötet er mich, wenn ich hier vorbeilaufe? Nein, hier kann man nicht rein. Ich meine, die brennen schon alle. Die sind alle tot. Das heißt, wir müssen irgendwie hier lang. Aber wohin genau? Die Dinger sind verbuggt. Die lassen mich in Ruhe, glaube ich. So, jetzt haben wir 2 aktiviert. Passt doch, oder nicht? Reicht das nicht? Reicht das nicht? Wohin jetzt? Wir sind richtig. Wir sind richtig. Aber wir müssen irgendwie hier rüber. Nein, wir sind nicht richtig. Hier lang. Okay, jetzt sind wir hier durch. Was passiert jetzt? Oh nein, ich höre die laufen wieder rum. Was mache ich damit? Warte! Scheiße. Sollte das so sein? Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Also ich bin gut, ich bin froh, dass die Viecher irgendwie mich jetzt in Ruhe lassen. Aber ich glaube nicht, dass das so sein soll. Vielleicht, ich habe wirklich alle abgeknallt. Vielleicht haben die jetzt einfach wirklich Angst. Was hat es mit diesem Ding hier auf sich? Das Ding hier. Ah, das dreht sich, ja. So, und wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich knalle euch ab, ihr kleinen Wichser. Kommt doch her. Ich knalle euch ab. Ich habe 5 Schuss. Für jeden einzelnen von euch. Oh mein Gott, das sieht aus wie so irgendwas passiert hier auf jeden Fall. Kann man speichern? Ich höre Geräusche. Ich bleibe einfach hier. Irgendwas. Wir wissen, dass hier irgendwas passieren wird. Wir wissen es doch. Okay. Die ganzen Kuscheltiere. Aha. Aha. Du bist Poppys Engel. Dog Day. Komm und rette uns. Nichts mehr zu retten. Nicht hier. Du bist im Haus von Catnip, mein Engel. Ihr zu Hause, oh mein Gott, ich sag Catnip Beste. Beachtung, wartet, hungrig, oh mein Gott. Sie wollen nichts mehr als unter deine Haut zu kriechen und dich Stück für Stück aufzufressen. Das zu füllen, was sich in ihnen selbst leer anfühlt. Das Ding, Catnip, der Prototyp ist sein Gott. Und das ist es, was er mit Ketzern macht. Diese kleinen Spielzeuge folgen Catnip, um genau dem Schicksal zu entgehen. Und im Gegenzug werden sie gefüttert. Wir haben versucht, die Kontrolle durch den Prototyp anzukämpfen. Ich bin der letzte Smiling Critters. Hör mir zu, du musst von hier verschwinden. Du musst leben. Du und Poppy könnt das in Ordnung bringen. Diesen Wahnsinn zu Ende bringen. Die Qualen. Das. Oh. Was? Oh shit! Oh mein Gott, die gehen in den Reihen! Oh mein Gott, wie brutal! Oh mein Gott, oh mein Gott.
Oh mein, Gott. Junge, was war denn das? Diese Forschung muss im Verborgenen bleiben. Keiner darf gehen. Wo bin ich? Boah, ich dachte schon, alles von neu. Okay, diesmal aufpassen. So, erstmal Poolparty. Wo soll ich hinrennen? Also hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Ich guck erstmal, wo ich hin kann. Okay, hier geht's auch nicht lang. Ich glaube hier runter wahrscheinlich. Eklig, die Dinger. Ekelhaft. Kann man das skippen? Kann man den streicheln? Braves Hundi. Okay, die Viecher kommen. Wo sind sie? Wo sind sie? Okay. Geh, lauf. Kann ich hier lang? Wo soll ich hin? Wo soll ich denn hin? Ah, hier bewegt sich was. Okay. Scheiße. Alles von neu, aber das ganze Gelaber von ihm. Boah, hat mich erschrocken. Du verschwendest Zeit. Steh auf. Okay, nochmal. Einfach rennen. Einfach nur rennen. Einfach nur rennen. Einfach nur rennen. Links oder rechts? Rechts. Fuck, war falsch. Ja, aber wo soll ich denn wissen? Aber wo soll ich denn wissen, wo ich hin soll, junger Mann? Oh Gott. Der klebt so am Arsch. Ich muss nach links. Ne, rechts. Hä? Check's nicht. Komm schon. Ich glaube nicht nach rechts. Nach rechts bin ich gestorben. Ich muss aber noch. Aber... Ah! Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Was? Was? Diese Viecher auch noch? Okay, Freunde, es wird Zeit für die zweite Form. Der Hund schwer. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ah! Hä, wo soll ich hin? Sei nicht egoistisch. Ja, ich versuche doch zu überleben. Ich versuche doch. Steh auf. Okay. Let's go. Ich bin bereit. Renn! Fuck, ist doch falsch, glaube ich, oder? Ja. Oh Mann, wie kann man denn nur so verkacken? Ich verstehe es nicht. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann dürft ihr offiziell das Video disliken. Nein, macht ihr eh nicht. Denn ihr seid Ehrenfüchse. Aber was ihr gerne mal machen könnt, ist kurz zu liken, weil das habt ihr euch auch noch nicht gemacht. Einmal kurz Handy drehen und das Video eine liken. Mit euren Nasenflügel. So. Ich hab den Wurm raus, passt auf. Immerhin muss man sich sein komplettes Gelaber nicht nochmal geben. Okay. Voll eklig eigentlich. Dog Day, der Arme. Napcat und Dog Day. Rest in Peace, Dog Day. Ihhh, schaut euch den mal an. Man muss konzentriert bleiben. Nicht ablenken lassen. Jetzt hier rein, komm schon, mach auf. Hier lang, aber jetzt nicht nach links, sondern einfach geradeaus. Hier sind gar keine Viecher mehr, weil normalerweise waren hier Viecher. Ja, aber hä? Wo denn hingehen sollen denn ich denn? Der letzte Versuch. Wenn ich jetzt nicht schaffe, ich deabonniere mich selber. Ich deabonniere mich doch selber. Okay, ich bin bereit. Okay. Es gibt, es kann, ich bin doch schon alle Wege gegangen. Es kann nicht so viele geben. Komm. Du musst konzentriert laufen. Konzentriert. Konzentration. Konzentration. Okay, hier bin ich rechts gestorben. Das heißt, wir gehen geradeaus weiter. Und dann gehen wir nach... Hä? Ich bin so dumm. Jetzt bin ich rechts gestorben. Auch rechts gestorben. Kann ich nach links? Ja. Rechts.
Oh! Aber wo denn? Wohin? Wo? Aggression. Deswegen, ist, ich kenne jetzt den Weg auswendig. Ich weiß jetzt, wie der Hase läuft. Der Hase läuft jetzt nach rechts. Danach läuft der Hase nach links. Danach läuft der Hase hier hoch. Danach läuft der Hase hier lang. Dann läuft der Hase nach links. Nicht nach rechts. Auch nicht nach rechts, sondern nach links. Dann aber nach rechts. Dann kommt das. Dann bleibe ich hier stehen und hoffe, dass ich weiter raufen kann. Raufen, ja. Er ist immer noch hinter mir. Ich bin richtig. Kann ich geradeaus? Ich gehe geradeaus. Wuhu! Yahoo! Und dann kommt so ein Ding. Tür öffnet sich. Und dann? Kann ich hier lang? Scheiße. Aber das ist so ungerecht. Aber wo soll ich denn wissen, wo ich hin soll? Das ist nicht fair. Und dann wartet dieser dreckige Hund dort, lächelt mich an. Alright. Let's do this. Let's do this. Yahoo! Okay, rechts. Lefto. Einmal hier hoch. Dankeschön. Einmal nach links. Dankeschön. Einmal nach links. Dankeschön. War das richtig? Ja. Geradeaus. Geradeaus. Jetzt nach links. Jetzt nach rechts. Ich kann den Weg auswendig. Ich bleib genauso stehen. Dann geht's geradeaus weiter. Dann rutschen wir einmal und gehen nicht in diesen Tunnelsystem rein. Yahoo! Okay. Was? Hier! Hier ist ein Handdingsen. So. Geschafft! Ich kann es nicht glauben. Das war schwer. Die haben das echt schwer gemacht. Also erster Versuch kann man nicht schaffen. Kann man beim ersten Versuch kann man es nicht schaffen. Das ist unrealistisch. Das macht keinen Sinn. Und weiter geht's. Telefon. Olli ruft mich an. Olli? Hey, ist alles in Ordnung? Keine Auras oder verlorenen Körperteile? Ich bin wirklich froh, dass es dir gut geht. Ich will nicht noch mehr Freunde an diesen Ort verlieren. Hey, hast du den Schrein gesehen? Catnap hat es für den Prototyp gemacht. Sieh, bevor Catnap zu Catnap wurde, ich schätze, es gab einen ziemlich schweren Unfall. Er war fast gestorben, aber es heißt, dass der Prototyp sein Leben gerettet hat. Aber wer ist das? Wer ist das? Und dabei gibt er seine eigene Freiheit auf. In den Augen von Catnap ist der Prototyp ein Superheld, der diesen Ort gerettet hat. Deshalb behandelt Catnap ihn wie einen Gott und tötet jeden, der sich ihm widersetzt. Uns eingeschlossen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Dieser Schrein, hat er dich erschreckt? Wenn du glaubst, dass das erschreckend war, dann warte nur, bis du die Realität siehst. Wie auch immer, wir sind am Ende sehr nah. Ich habe dir einen Schlüssel geschickt. Dankeschön. Du gehst stattdessen in das Büro des Rates. Es ist nicht ideal, aber sollte genug Saft haben. Okay. Wenn du zum Generator laufen bringst, anschließend. Okay, ich glaube, wir sind. Okay. Halt deine Augen offen vor Catnap. Wo ist Catnap? Ich bin nur wegen Catnap hier. Jeden Schatten und jedes flackerndes Licht ist ein Versteck. Er pischt sich immer zuerst an seine Beute ran. Er wird dir alles wegnehmen, was du hast, um dich zu verteidigen. Und wenn du ihm am Verletzlichsten wird er dich töten. Wenn du am Verletzlichsten bist, okay, wird er dich töten. Catnap lebt für die Jagd. Viel Glück. Bis dann. Okay, wo ist der nächste Schlüssel? Hier. Gegrabt. Und jetzt hat er irgendwas von Büro, General, irgendwas gesagt. Bürogebäude, Büro von irgendjemandem. Chillig hier. Hier ist irgendwie chillig. Hier fühlt meine Seele sich wohl. Hier ist okay. Kann man leben. So, Batterie brauche ich wieder. Battery. Alles zu. Hier geht gar nichts. Sicher? Kann ich nicht irgendwie... Your tools won't protect you. Also irgendwie kann mich mal... Meint er damit meine Maske, die mich nicht schützen kann? Oder was meint er? Wie komme ich hier rein? Wie komme ich hier reini-meini? Bin ich hier falsch oder was? Ah, hier leuchtet was. Versteckte Batterie. Oh, flop. Und offen. Okay, was jetzt? Hier ist auch zu. Was geht hier ab? Hier ist schon wieder irgendwo versteckte Batterie. Versteckte Batterie. Ah, hier ist zwar keine versteckte Batterie, aber versteckte Videokassette. Ich will einmal hier reinballern. Da
Da war ein Datum drauf. Irgendwas 25. Irgendwas 8. Irgendwas 8. Wo ist denn? Ach, läuft das hier? Kann man zoomen? Was steht hier? Irgendwie so Alarm. Also die folgende Mitteilung richtet sich an alle Mitarbeiter von Playtime Company. Um 11.01 Uhr Eastern Standard Time wurde eine unbekannte feindliche Kraft in der Einrichtung der Playtime Co. Perry entdeckt. Das Personal muss der Not umgehen. Protokoll. Okay, irgendwas ausgebrochen. Lass alle persönlichen Gegenstände zurück. Also ist Notfall. Okay, nicht mit Personen einlassen. Suche einen schutzversteckten Ort. Decken, Kissen, um Körper zu schützen und sei still. Schau nicht durch Fenster. Öffne keine Türen für Einzelpersonen. Nimm keinen Blickkontakt auf mit. Mit wem? Ist das Napcat? Öffne jetzt die Türen. Die Stunde der Freude ist gekommen. Bedeutet das, wir nähern uns langsam Catnap? Geil. Das ist so geil, dieser Automat. Bedeutet das, das Spiel geht jetzt so richtig los? Ich meine, so richtig. Warte, ich brauche Batterie. Gib mir Batterie. Batterie. Kann man hier durch? Nein. Kann ich das klauen? Ja. Okay, und weiter geht's. Gesundheit, danke. Oh shit, wie Augen. Sind das Augen? Sah auf jeden Fall aus wie Augen. Oh, oh, oh. Oh! Ich hab mich vor der Maske erschrocken. Wo ist der? Oh Gott. Wo ist Catnap? Wo ist Catnap? Wo ist Snapchat? Wo ist der? Ich finde die Maske bisschen. Die war ein bisschen überflüssig. Die war so, okay, was soll die jetzt? Wisst ihr so, dass man auf Krampf irgendwie Maske einbaut? So wirkte es zumindest. Aber vielleicht wird die noch ihre Relevanz bekommen. Okay, Battery geklaut. Wisst ihr, die Maske, die hat noch nicht so viel Sinn gehabt bis jetzt. Auch nicht erklärt, warum man die braucht, was hier passiert ist. So. Help. Waren wir hier nicht schon? Sah aus, als wäre das dieser Lehrerzimmerraum gewesen. Mit dieser verrückten Alten, ihr wisst schon. Ein bisschen hot war. Ach du Scheiße. Süß. Hier ist nichts, oder? Hier ist wirklich nichts. Nein, hier ist wirklich nichts. Hier? Nein. Toilette? Okay. Was geht hier so ab? Boah, schon gruselig auf jeden Fall. Ist schon auf jeden Fall erschreckend. Was geht hier? Nein, ah, das wird der komplette Ausgang. Okay. Okay, wir nehmen Batterie wieder mit und stecken die hier rein so. Oh. Geht das nicht? Nein, nein, nein! Meine Batterie! Nein, ich habe meine Batterie verloren. Kann ich auf die andere Seite? Shit, jetzt komme ich gar nicht mehr weiter, glaube ich. Ich habe jetzt meine Batterie verloren. Hier liegt sie, aber ich komme nicht ran. Mit linken Arm? Jawohl. Okay, wir schieben sie wieder rein. Und gehen wieder hier durch. Hier muss es weitergehen. Ekelhaft, aber okay. Hier muss auf jeden Fall irgendwas sein. Hier geht's auch nicht weiter. Wer ist das? Boah, ich bin so auf Catnap gespannt. Ich bin wirklich so gespannt auf das Viech. Hier geht's auch nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Komm mit linken Arm. Sollen wir auf die andere Seite? Ja, hier kommen wir nicht. Doch, hier kommt man durch. Okay, aber was ist auf der anderen Seite? Wahrscheinlich nichts. Wir müssen hier lang. Oh. Oh. Aber es ist gespeichert. Ey, immerhin. Bam. Okay, mein Gefühl sagt mir, wir nähern uns wirklich langsam so ein bisschen dem Ende. Kann ich hier so hoch? Nee. Moment, ich muss... Okay. Wie kann ich das jetzt gleichzeitig aktivieren und nicht aktivieren? Kann ich hier runter? Ja. Klappt das so ein bisschen mit dem Ding so ein bisschen? Nein? Kann ich die Leiter nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre ziemlich zu nett, nämlich. So nett wollen die ja auch nicht sein. Wo ist die Leiter? Hier war doch eine Leiter, oder nicht? Oder kann es sein, dass ich ein bisschen dumm bin? Kann das sein, dass ich ein bisschen dumm bin? Kann schon sein. Wisst ihr, man ist nur einmal dumm.
Man ist nur einmal dumm im Leben. Also das funktioniert nur, wenn ich das hier aktivierski. Aber wie kann ich es aktivierski? Kann ich das so runterziehen? Ah, hier kann man hoch. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Einmal da und einmal... Nein, aber einmal kurz um das Ding herum. Okay. Oh! Aber wo soll ich... Soll ich wirklich hier hoch? Okay. Und dann einmal Garden of Bamban. Jawohl, hat funktioniert. Jawohl, hat funktioniert. Nochmal. Also einmal hier Garden of Bobby, Mr. Hobbs Playhouse. Ich glaube, ich vermische die ganzen Games. Ich vermische sie einfach alle gerade. Okay, und dann gehen wir hier runter. Und von hier mache ich einen Mega-Jump hierhin. Hierhin muss ich einen Mega-Jump machen, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, yep. Okay, und jetzt machen wir Mega-Jump zu BOM! Yeah! Aber wir benutzen das Ding noch. Jawohl, haben wir noch. So, und jetzt können wir gar nichts machen. Denn... Wir können immer noch gar nichts machen. Wo ist das andere Ding zum Aktivierski? Aktivierski. Ah, hier ist auch so ein Ding. Oh, muss ich hier laufen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man hier laufen soll. Aber ich habe jetzt eigentlich ja den ich wollte. Den ich wollte war der. Was ist, wenn ich jetzt von hier aus so zurückmäßig so bam. Das wird nicht reichen. Das wird niemals reichen. Dieser Arm der Gerechtigkeit, der... Der reicht niemals aus. Ich muss jetzt wieder hier hoch, aber... Oder? Moment. Scheiße, jetzt hab ich komplett verkackt. Hier konnte ich mal noch hoch, aber das geht nicht mehr, gell? Ja, okay. Komplett verkackt. Also nochmal hier hoch. Ich hab's, Freunde. Ich hab's. Wenn ich es jetzt nicht hab, dann hab ich's. Dann einmal das hier aktivieren. Dann einmal hier so durch, dann das hier. Dann mache ich Jump des Todes. Oh, okay. Let's go. Dann einmal hier rüber wieder. Und jetzt kann ich mit diesem Arm... Aber, nein, nein! Kann ich wieder zurück? Ich muss auf diese Plattform. Ich muss ja wieder hier hoch. Kann ich wieder zurückhüpfen? Scheiße. Jawohl. Okay. Und jetzt wieder hier hoch. Mit dem Ding aktiviert. Einmal hier drehen. Ja, und einmal geschafft. Was hat sich jetzt aktiviert? Ach so, alle Dinger. Das heißt, wir können jetzt einfach entspannt hier rüber hüpfen. Und sind weiter. Office, okay. Wir sind da. Wir sind jetzt im Office. Und hier wurden wir gewarnt. Ambiente ist schon mal ganz anders. Ambiente, ich geb dir gleich Ambiente. Es geht auch gleich vorher, laber keine Sch. Nein, ist schon anders. Was ist hier? Kassette? Ah, Kassette brauche ich. Kassette? Hier. Schöne lilane Kassette. Und die schieben wir jetzt hier rein. Oha, Kind. Oh, Mr. und Mrs. Hartmann. Oh, Herr und Frau Hartmann, kommen Sie rein. Kommt rein, setz dich bitte. Wie war deine Fahrt nach unten? Es war ganz anders, als wir es erwartet hatten. Die Rede von Herr Ludwig war, nun, das bestätigt uns, dass du das Waisenhaus bist. Die wir voll, es ist Wahrheit, ein magischer Ort. Okay, die reden über das Waisenhaus. Ich habe mich von der ersten Sekunde an wie zu Hause gefühlt. Wenn man die Tür das erste Mal öffnet, weiß man es einfach. Du wirst nie gehen. So wie man als Kind ein Zuhause findet und immer dann drängten. Ich verstehe, dass du Jeremy zu Hause, dir zu Hause geben willst. Und ja, ich würde gerne adoptieren. Erstaunlich, du bist perfekt dafür. Du bist perfekt für... Oh. Was? Nun, es scheint, als gäbe es einige Komplikationen. Komplikationen? Welche Art von Komplikationen? Ich weiß nicht. Auf dem Formular steht Test. Was bedeutet das? Sag uns, was das bedeutet. Graper, wir haben eine bessere Erklärung als diese verdient. Meinst du nicht? Wie kannst du das nicht wissen? Wenn du alles... Warum erfahren... Sie streiten jetzt. Sie streiten. Es tut mir leid.
Also, es eskaliert gerade alles. Hallo, ich bin Crafty Corn. Kannst du mir mit meinem Bill helfen? Voll süß, sie. Gib mir bitte das Blau. Nein. Oh nein. Einfach nein. Kann man hier hoch? Ja. Und dann hier lang. Das war falsch. Wir müssen auf die andere Seite. Okay. Oh Gott, stellt euch vor, Catnap chillt da drin. Aber wie die da drin chillt? Ich meine, das ist eine Katze. Katzen chillen gerne in Luftschächten, glaube ich. Oh, okay, hier wird's eklig. Also hier wird's bestimmt eklig. Wie das flackert. Ich glaube, ich höre Schnurren. Braucht bestimmt die Maske. Oha, oder? Nee. Wozu ist die Maske? Jetzt mal ohne Spaß. Was bringt die Maske? Sind wir richtig? Ich weiß es nicht. Ich werde einfach alles, was links und rechts ist, ignorieren. Einfach geradeaus weiter laufen und hoffe, dass mich keine Katze anfängt zu beißen. Scheiße, ich laufe gerade zurück. Damn it! Kann ich mich nicht so ein bisschen für Licht sorgen? Doch, Rauchrakete. Hier ist nichts. Okay, auf jeden Fall, wir sind richtig. Noch ein Schuss. Ich vergifte mich selber. Stellt vor, diese kleinen Viecher kommen jetzt. Stellt euch das mal vor. Oh. Maske. Okay, wir sind da, wo wir vorhin waren, nur noch weiter. Und man braucht Maske. Hier habe ich doch das Ding verloren, wisst ihr? Hier lag mein Ding vorhin rum. Mein Ding, meine Batterie. Können wir hier weiter? Nein, hier ist zu. Hier brauchen wir Batterie. Hier ist offen. Ist das nicht unsere alte Batterie von damals? Ja. Einmal bitte nehmen und da reinschieben. Ah, okay, hier sind noch mehr so Dinger. Das heißt, wir müssen alle aufladen. Das heißt, wir machen einmal den hier. Garden auf den hier. Dann nochmal den hier. Garden auf den hier. Dann nochmal den hier. Garden auf den hier. Und irgendwas aufgegangen. Wo ist diese Tür, die aufgegangen ist? Weil hier ist echt kompliziert zu laufen. Nein. Nein, ich glaube schon, dass wir hier durch müssen. Weil hier war dieser eine Durchgang hier mit, ihr wisst schon. Ja, genau das hier habe ich gesucht. Okay. Kann ich Maske wegmachen? Nein, hier waren wir auch schon. Das haben wir doch gemacht. Aha. Okay. Hat das es gebracht? Oh. Kann ich jetzt hier hoch? Nein. Aber hier lang. Hier brauche ich mega Arm. Hier muss ich richtig so. Bam. Danach. Ja, genau. Also nochmal, man muss einmal bam, dann muss man zweimal bam. Ah, okay, man muss Garden auf Bam Bam machen. Bam. Dann muss man Bam Bam 2 und Bam Bam 3 und sogar Bam Bam 4. Dann klappt's. So. Irgendwas wird gleich passieren und ihr wisst, dass gleich was passieren wird. Die Frage ist, wir brauchen Batterie. Das ist die Frage. Und irgendwas piept hier wieder. Kann ich das so da ist doch Batterie drin. Also ich würde sagen, hier ist eine Batterie drin. Kann ich die kaputt machen oder? Die muss erstmal aufgemacht werden. Kann ich die aufmachen, indem ich sie runterwerf? Okay, damit fährt auf jeden Fall das Ding. Okay? Nee, hier, damit geht das Ding zu. Okay, so viel verstanden. Kann ich das Ding nicht einmal... Komm! Oh! Das hat funktioniert. Und das schieben wir jetzt erstmal... hier rein. Denn jetzt kommen gleich noch mehr Batterien. Hier ist nochmal eine. Die nehmen wir mit. Und die stecken wir jetzt mal kurz so. Ich muss sie halt auch kaputt machen. Das heißt, ich muss wieder hoch. Und hoch geht, wenn ich das Ding hier so reinschiebe. Komm. Komm her, Battery. Okay. Und jetzt Batterie nehmen. Geht das nicht? Und kaputt machen. Das hat nicht geklappt. Okay, wir wollen ja Aufzug fahren und das Ding ist ja jetzt weg. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich einfach hier runter und dann normalerweise und hoffen, dass die Tür hier nicht zugeht. Ist offen, okay. Und jetzt das Ding hier drehen. Das Ding hier drehen, aber das Ding jetzt aktivieren. Oh.
Bleib zu offen. Und jetzt fahr los. Nein, aber die Batterie ist noch nicht kaputt. Okay, wir müssen erstmal die Batterie auch kaputt machen. Komm her. Dich tun wir schon mal hier rein. Dich packen wir hier rein. So, wunderbar. Und dich schmeißen wir jetzt mit mir. Whoa! Runter. So, und dasselbe Spiel machen wir gleich nochmal. Nehmen wir einmal den hier machen. Dann kommt das Ding hier runter. Jawohl. Und wir schmeißen uns hier rein und aktivieren das Ding aber wieder. Jawohl. Und los geht's. Ey, Batterie fehlt. Sag nicht, ich hab die Batterie verloren. Ich hab schon wieder Batterie verloren. Die Batterie ist komplett weg jetzt. Das ist ein Bug. Die Batterie ist weg. Ich meine es gerade ernst, die Batterie ist einfach weg. Das ist ein Fehler. Ich sage euch, dass die Batterie weg ist. Die Batterie ist weg, die war hier. Die ist wahrscheinlich hier irgendwie in der Wand oder so. Okay, ich muss mich umbringen. Wow, das tötet mich nicht mal. Wow. Ja, Freunde, die Batterie ist weg. Ich gehe nochmal hoch und hoffe, dass sie vielleicht irgendwie oben gelandet ist, aber ich glaube, sie ist weg. Spielfehler, Batterie ist weg. Batterie ist einfach durch das Ding geglitscht. Ja, Batterie ist weg. Ich glaube es einfach nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Batterie ist weg. Batterie ist weg. Bam. Wieso dachte ich, dass das Tor jetzt aufgeht und es geht nicht auf? Was ich das Ding hier aktiviere? Auch nicht? Ich hatte gerade echt die Hoffnung, dass das Tor aufgeht. Was soll denn das? Wieso geht das Tor nicht auf? Was fehlt denn noch? Fehlt überhaupt was? Was hat das zu bedeuten? Ah, ich glaube, ich weiß was. Wir müssen das Fully aktivieren. Mit Fully meine ich Gully. Wisst ihr, so richtig. So, nehmen wir erstmal das hier. Aha. Dann das hier. Aha. Und dann aber auch das hier. Jetzt ist alles aktiviert. Von beiden Seiten. Dies, das, Ananas. Stimmt's? Ja. Gehst du jetzt auf? Geht immer noch nicht auf. Was fehlt denn noch? Was ist denn los? Open. Hä, bin... Aber, hä, ich... Moment. Sind die Batterien falsch rum drin, oder? Ach, das Ding muss ich, glaube ich, drehen. Das muss... Das, okay. Einfach nochmal kurz. Stopp. Mission unterbrechen. Wo bin ich? Das Ding hier... muss hier hin. Jetzt klappt's. Richtig? Jawoll! Was ist das für ein Sound? Wo kommt dieses, kommt diese Musik her? Wo kommt dieser Sound her? Wo soll ich hin? Muss ich denn hier hoch? Wo? Bin verwirrt. Kann ich hier durch? Irgendwie nicht. Aber hier hoch kann man, glaube ich. Auch nicht? Aber hier hoch kann man. Ah, hier ist so eine Leiter. Wow. Wow, 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 wow. Ist noch weiter runtergefallen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Einfach nur rot und schwarz. Und es ist gespeichert. Ihr wisst, was das heißt. Bossfight. We. Oh! Okay. Brauche ich die noch? Ja. Run. Überall nur Run, Leute. Immer nur Run. Dieses Spiel besteht aus Run. Napcat, die kleine Katze, hat mich zum ersten Mal, konnte sie es wagen, mich anzugreifen. Napcat ist am Start. Finde die Blumen. Ach, das hätte so sein müssen. Wo sind wir? Das ist kein Ort, von dem man zurückkommt. Kann ich laufen? Nein. Junge, was ist denn das für ein... Hast du eine Ahnung, was du da tust? Oh, diese Stimme von Poppy. Richtig episch. Das ist tiefer, als man denkt. Do you know what's happened here? Flashback. Weißt du, was hier passiert ist? Weißt du, was hier passiert ist?
alle Kinder gestorben. Weißt du, wer wir einmal waren? Hier ist Schlimmes passiert. Do you see why we have to end this? Verstehst du, warum wir das beenden müssen? Boah, Leute, ich komme einfach. Ich weiß nicht, ob Poppy böse ist oder nicht böse. Weißt du überhaupt, was echt ist? Einfach Huggy-Wuggy. Das ist so ein Spiel, ich muss mich informieren danach, was wirklich passiert ist. Heiliger Bimbam. Verlasse Playcare oder ich hol dich. Oh mein Gott, Napcat kann sprechen. Ich dachte, Napcat ist weiblich. Ich dachte, es ist eine weibliche Katze. Okay, also Napcat hat gar keinen Bock auf uns. Okay, nochmal Batterie nehmen. Hier bin ich halt gestorben vorhin. Okay. Ich habe keinen Respekt vor Napcat. Ich habe absolut keinen Respekt vor Napcat. Soll doch die Katze kommen. Soll sie doch kommen. Nein, hier waren wir schon. Ausgang ist schon mal richtig. Ja, ja, ich glaube, wir müssen raus. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Ja, Olli ruft an. Komplett alles schwarz geworden. Es ist etwas schief gelaufen. Nimm die Kordel aus dem Büro des... Nimm es, steck es und die Statue. Wir müssen 100% erreichen. Viel Glück. Ja, oh, was soll ich machen? Also, hier das Ding. Olli ist auf jeden Fall gut. Olli ist auf jeden Fall, gehört Team nett. Team, er will helfen. Team will helfen. Bei Poppy, ich bin mir unsicher. Ich glaube, Poppy ist böse. Wirklich. Ich bin ein Wechsel zwischen, dass sie gut ist und dass sie böse ist. Aber sie ist, glaube ich, böse. Dankeschön. Alles anstecken, was geht. Damit wir ganz viel Strom haben. Und rein damit. Okay. Das sollte genug Strom sein. Nimm die riesige Batterie. Sodass wir rauskommen. Okay. Das ist die Tür bei der Seilbahn, mit der du gekommen bist. Viel Glück. Wo ist die Batterie jetzt? Ach, hier. Boah, blau. Diesmal blau. Blau hat mehr Energie. Okay, Seilbahn. Wo war das hier? Nee, es war nicht hier. Es war irgendwo... Leute, meine Orientierung ist schlimmer als die von Zorro. Auch nicht hier? Da hinten, glaube ich. Das war hier. Und jetzt raus. Mit Batterie. Und wir freuen uns auf Part 4. Poppy Playtime 4. Aber noch sind wir nicht raus. Nein. Aber wir sehen, das Ende ist nah. Kein Strom. Jetzt kommt dicke Strom. Richtig Strom. What the... Oh mein Gott! Gib mir die Batterie! Oho! Oh, Napcat! Was geht's? Ich bin der Leiter hier nur jetzt zu tot! Napcat! Oh, was ein Monster! Was ein Monster! Sei nicht so egoistisch. Das ist so typisch. Am Ende kommt noch irgendwas und du bist am Arsch. Der gönnt nicht, die Batterie reinzustecken. Der gönnt nicht. Der sagt, nein, ich habe auch noch ein Hähnchen mit dir zu rufen. Ach, wie süß Catnap ist. Hat schon was. Was? Wie soll den ganzen Weg... Wollen die mich verarschen? Als ob man... Also das hätten die besser machen können. Dass da der Checkpoint war, ist echt lost. Das ist lost. Also wenn da... Also alles von neu? Okay. Kann ich das Ding nicht einfach reinschieben? So ganz sneakyhaft. Ich gehe gar nicht so... Ich mach von hier. Von Distanz. Geht das nicht von hier so? Nein? Also sie wollen echt, dass man ganz nah rangeht? Auch nicht? Reicht es nicht? Aber jetzt? Wie nah muss ich noch? Aber jetzt? Nein. Ich nehme Batterie mit.
Ich lasse dich liegen. Wow, 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 wow. Oh. 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 Oh mein Gott, du kannst mir nichts. Oh, wie das aussieht. Oh. Dieses Katzenviech. Snapcat einfach. Lädt. Bitte speicher. Ich will nicht lädt. Ich will das Speichersymbol. Okay. Also es geht immer noch weiter. Die echte Spiel, das Spiel ist einfach wirklich ein Spiel. Und hier eskaliert komplett alles. Hier ist voll viel Batterie. Flop. Und hier ist auch Batterie. Flop. Was ist das? Noch mehr Batterie. Flop. Also man braucht echt nochmal die über... Also sorry, aber das Spiel geht ja echt noch ein Stück, oder nicht? Wie komme ich jetzt hier rein? Also ich brauche auf jeden Fall... Ja, okay. Lass mal liegen. Gibt es hier noch mehr? Ja, hier ist so ein Dings. Okay, wir stecken erstmal die ganze Batterie hier rein. Batterie hier rein. Batterie... Okay, dann die Batterie hier rein. Flop. Wieso geht das nicht? Okay, das ist kaputt, oder was? Funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Na, hier geht's nicht weiter. Ist schon auf jeden Fall hier. Das ist kaputt. Das habe ich verstanden. Gibt's hier oben noch was? Hier ist Batterie drin. Hier ist Batterie drin. Hier... Passt die hier nicht rein? Sicher nicht? Aber hier oben passt die rein. Okay. Was? Oh nein, da ist Snapcat. Da ist Snapcat. Habt ihr sie gesehen? Es, was auch immer. Also wir sind nicht mehr allein hier. Die Frage ist, ob wir hier sicher sind. Ich glaube nicht. Niemals sind wir hier sicher. 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 Wisst ihr, ich will erstmal die Situation beobachten. Okay. Was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Das Ding ist, traue ich mich nicht zu bewegen einfach. Oh! Der ist da! Ich bewege mich kein Stück! Ich glaube, ich muss hier runter. Ah! Wo kam denn der her? Wo kam der her? Innovation ist der Schlüssel. Wir werden neu geboren. Oh, das ist echt schwer. Ich hab voll Schiss, Mann. Das Ding ist, nichts schlimmer als sich zu konzentrieren und zu gucken, was abgeht. Und dann plötzlich, man muss aber im Kopf haben, dass das Vieh hier noch in der Nähe ist. Alles von neu? Okay, wir kriegen es hin. Ich bin motiviert. Also komm, wichtigste ist wirklich, dass ich motiviert bin. Denn dann schaffen wir alles. Okay, erstmal den Bastard schicken wir hier rein. Flag, dann schicken wir den Bastard. Der ist schon hier drin. Okay. Ich möchte dich hier rein. Wieso? Ich verstehe halt nicht. Er ist nicht aktiviert. Er ist aktiv. Warum ist er nicht aktiviert? Dich aktiviere ich, indem wir den bewegen. Erstmal Batterie grabben. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen. Wieso? Ich verstehe nicht, warum die Batterie nicht rein will. Muss die hier rein? Okay, hier passiert was. Das heißt, dass jetzt hier auch was passiert. Okay, und man hört schon wieder, die Katze ist auf jeden Fall am Dackeln. Die Katze ist am Dackeln, aber wir ignorieren sie jetzt mal. Scheiße, wie war das? So, könnt ihr irgendwas sehen, das jetzt irgendwie... Warum ist hier oben so ein Ding? Oh, da ist die Katze. Meine Konzentration ist weg. Ich habe einfach nur gerade panische Angst vor diesem Viech hier. Was soll ich machen? Ah nein, hier ist auch grün. Wo ist Batterie? Gib mir Batterie. Hier war doch Batterie, oder nicht? Ich will die Batterie reinstecken, aber ich sehe keine Batterie mehr. Kann ich die einfach klauen? Nein? Ja? Geh bitte weg, Snapcat. Oh! Oh! Oh, dieses Viech. Oh, mein Herz. Oh, ich check gar nichts. Ich check gar nichts. Okay, nochmal. Diese Batterie kommt hier rein. Also man muss hier richtig innovativ Shit machen. Die Batterie passt. Okay, geht's schon los. Okay, Kalibrierung läuft. Schnappen wir uns das Ding hier und stecken das. Das. Okay. Okay, so geht's schneller weiter. Ne, 1, 1 und 2. Okay, 1 ist das hier. Okay. So, und jetzt haben wir irgendwas aktiviert noch. Und zwar den hier. Das heißt, den stecken wir hier rein.
damit wir den hier reinstecken können. Und jetzt geht die Scheiße wieder los. Man hört auch Katze, die gar keinen Bock auf uns hat. Aber wir haben keinen Bock auf sie. Das heißt, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche den hier. Moment, warum brennt das? Warum brennt das? Warum brennt das? Warum brennt das? Warum checke ich nichts? Irgendwas fehlt hier. Oh mein Gott, von da kommt er auch! Hä, warum ist das so Dings? Okay, jetzt ist hier... Ah, jetzt check ich's. Ich muss das Viech einfach loswerden. Ich muss das Viech einfach loswerden. Scheiße, das war zu weit. Sehr, sehr kompliziert. Jetzt ist hier die Katze weg. Steht hier? Ich muss den so ein bisschen ablenken die ganze Zeit. Wow, wow, wow! Was heißt... Oh mein Gott, der kommt von allen Seiten. Bleib mal bitte unten. Bleib unten! Katze kommt von allen Seiten. Katze ist richtig sauer. Katze hat gar keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock auf Katze. Katze, was soll ich tun, Katze? Okay, der kommt jetzt von... Von wo kommt denn der? Okay, hier. Er ist jetzt da. Oder geht da lang, oder... Boah, das braucht noch eine halbe Stunde gefühlt. Das Ding schicken wir jetzt da rein. Okay. Ich hab keine Ahnung. Boah! Okay. Bam. Jawohl, das hat geholfen, glaube ich. Ich verstehe überhaupt nichts. Wo ist Snapcat? Snapcat? Snapchat? Nochmal. Nochmal. Einfach hier, weil wir es können. Ah nein, der kann ja auch von hier kommen. Okay. Okay, und irgendein Alarmdings wieder. Das heißt... Wow! Wo kam denn der her? Boah, ist das schwer! Wir waren so kurz davor. Boah, das ist echt schwer. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Das war früher mit Hagi nicht so schwer. Da war einfach nur Rennen. Ei. Kann man nicht irgendwie ab der Hälfte eher... Oh Mann, die gönnen halt überhaupt nichts. Die sagen, nein, du musst leiden. Jetzt ist er da hinten. Oh, er kommt. Aber wie aktiviere ich das, damit er hier nicht mehr kommt? So aktiviere ich das. Und da ist er... Oh mein Gott. Katze gibt es in mehrfacher Ausführung. Also, okay. Hier haben wir den abgelenkt. Das heißt, wir müssen wieder Lage checken. Aber bevor wir Lage checken, nehmen wir uns das da. Schmeißen das hier rein. Okay. Ah, hier war ja auch was. Bleib mal wieder oben, ja? Ich hab gar keinen Bock auf dich. So. Snapchat kommt wieder. Okay, bam. Garden of Bam Bam. Jetzt ist er weg. So, er ist weg von hier. Er ist weg, aber hier könnte er noch kommen oder da. Nein, er ist immer noch da. Okay, das heißt nochmal. Nochmal. Einmal bam. Wir wollen dich hier nicht. Checkst du das nicht? Wir möchten dich nicht. Und weil es so lecker war, machen wir das Ganze nochmal. Okay. Entspann dich. Wir wollen dich nicht. Keiner mag dich. Snapchat, Chatback. Das brauchen wir ja nicht, glaube ich. Das schieben wir hier mal kurz rein. Boah, bin ich gestresst. Ich habe ja gar keine Ahnung, was für ein Stress das ist. Das ist so ein absoluter Stress. Das da kommt hier rein. Snapchat ist jetzt... Wo ist Snapchat? Kein Snapchat mehr hier. Kein Snapchat hier. Oh mein Gott, da ist Snapchat. Okay, dann brauchen wir einmal den rechten Arm der Gerechtigkeit. Okay, und... Wow! Kann nicht mehr. Die Spiel tötet meine Seele von Seiten, die keine Seiten mehr sind. Schwer! Deswegen bitte geh, wir wollen dich hier nicht. Einmal bitte. Snapchat immer noch da? Nee, Snapchat ist nicht mehr da. Ich sag Snapchat, komm jetzt in der anderen Seite. Jawohl. Okay, und jetzt nehmen wir diese Batterie hier, weil die liegt hier einfach rum, die braucht man nicht. Und machen wieder einmal... Okay, jetzt ist er hier. Oh mein Gott. Also es gibt wirklich mehrere. Es gibt definitiv mehrere. Kann ich nicht hier einfach chillen? Hier oben, wie fühle ich mich sicher?
Der ist hier wieder. Ich kann nicht, weil ich muss das Ding heruntermachen. Und hier ist alles gut, aber ich brauche gleich die Batterie und dann ist nicht mehr alles gut. Okay, der ist weg. Ja. Kann ich nicht von hier aus? Nein, ich muss da runter. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, dieser Stress. Wow, dieser... Oh nein, ich bin tot. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Sehr schön. Leute, ihr versteht eine Sache, glaube ich, nicht. Ich habe Stress. Ich habe Stress, versteht ihr einfach nicht. Ich habe Stress. Denn Katze kommt von allen Seiten. Versteht ihr, dass ich Stress habe? Ich habe Stress. Ich brauche das hier, weil ich muss gleich hüpfen. Ich fühle doch, dass ich hüpfen muss. Wie kriege ich das hier zu? Wie kriege ich das zu? Ich check nicht, wie ich das zu kriege. Okay, ich hab's. Man muss echt das Ding aufmachen. Da, boah, das ist so kompliziert. Man muss hier aufpassen. Da oben aufpassen. Da, da und da. Ja. Wisst ihr was? Ist mir doch egal. Und los geht's. Aber diesmal schaffen wir es, Freunde, weil ich bin wirklich drin. Diesmal habe ich ein gutes Gefühl. Soll Snapchat Chatback kommen? Ich bin wirklich ready jetzt. Das lassen wir erst noch da, weil das brauchen wir nicht. Wo ist unser Kätzchen? Der kommt jetzt von da, aber hier kommt der eigentlich... Okay, der kommt von beiden Seiten. Okay, der kommt von beiden Seiten gerade. Er kommt wirklich von beiden Seiten. Er kommt wirklich von allen Seiten gefühlt gerade. Jetzt da... Wie werde ich ihn da los? So werde ich ihn los, aber ich brauche die Batterie jetzt. Okay, keine Katze, aber hier ist Katze. Katze weg. Jetzt ist hier Katze. Katze ist gleich da. Katze tötet mich gleich. Katze tötet mich gleich. Aber ich bin schneller als Katze. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Aber hier oben. Stimmt, da oben ja auch. Boah, dieser Stress. Freunde, also wirklich... Dieser absolute Stress, ihr habt ja wirklich keinen Schimmer, was für ein Stress dieses Spiel einem gibt, Junge. Jetzt kommt der wieder. Man muss sich einfach konzentrieren. Einfach nur konzentrieren. Einfach nur konzentrierski. Brauche ich das? Ich glaube nicht. Dann kommt das hier rein. Okay, jetzt kommt es von beiden Seiten. Auf wen soll ich jetzt achten? Der kommt jetzt wirklich von allen Seiten. Jetzt kommt der von allen Seiten. Er kommt von allen Seiten. Von allen Seiten, aber wir sind ready. Wir sind ready für ihn. Soll er doch kommen. Wir haben keine Angst vor Snapchat. Vor Snapchat, vor Mac. Wir haben keine Angst vor niemanden. Soll... Er kommt. Er kommt von da. Das heißt, einmal da. Einmal da. Einmal da. Dann wieder hier runter. Gucken, ob hier was ist. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Boah, man muss schon echt zocken. Also, man muss schon zocken. Man muss schon ein bisschen Skill haben. So, also einfach ist das nicht. Sorry, aber einfach ist das wahrlich nicht. Wahrlich nicht. Man muss schon spielen können. Ja, ja, auch schon so der Pro-Gamer sein. Ja, ja, okay, hier kommt der von da. Der kommt von da. Ach so, Batterie fehlt. Ach du Scheiße. Oh nein, was ist hier los? Sag nicht... Pro-Gamer. Pro-Gamer. Aber wo hätte ich das Ding rausholen sollen? Wo? Oh, wow. 7 Sekunden noch. 7, 3, 2, bam. Schlag ihn weg, du hast Power. Oh, stirbt. Oh mein Gott, Katze verbrennt. Katze verbrennt durch zu viel Strom und Adrenalin. Oh Gott, ihr versteht nicht. Ich könnte weinen vor Glück. Oh, 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 dieses Viech! Dieses Viech! Diese... Sein Schöpfer! Die Krake! Sein Schöpfer! Oh! Er hat ihn getötet! Er hat ihn... Oh mein... Er nimmt ihn mit. Souvenir. Ach du Scheiße. Oh, ich zitter wirklich. Ich zitter gerade am ganzen Körper. Ich zitter gerade am ganzen Körper. Mein Arm ist weg. Krass, Arm ist einfach weg. Müssen wir hier lang? Einfach mein Arm ist weg. Aber ich hab noch den. Krass, mein Arm ist weg.
Ist sie hier lang? Nein? Boah, war das stressig. Boah, wie ich mal, ich zitter immer noch. Das war Stress für meine Seele. Das war stressig. Hier lang? Ich laufe einfach mal. Wo muss man denn hin jetzt? Haben wir es geschafft? Können wir bitte flüchten? Einfach, das war der Endboss. Napcat tot. Napcat ist tot. Wo muss man denn hin? Schon hier lang, glaube ich. Und dann hier lang, oder? Nee, ich hätte gedacht hier lang. Ist das falsch? Nein, ist richtig. Uff, was ein Stress. Ich zitter wirklich immer noch. Ich zitter echt immer noch. Ich zitter immer noch. Okay. Ich lasse mich jetzt diese dicke Batterie da endlich reinstopfen. Und da kam Catnip raus, hat Stress geschoben. Bam! Ich war richtig so... Bam! Hey, wieso geht das nicht? Vielleicht muss man mit zwei Händen. Einmal rein. Das geht nicht. Und mit dem linken Arm? Auch nicht. Hä, warum kann ich es reinstecken? Ah, okay. Kein Signal. Brauche ich auch noch eine andere Batterie oder was? Oder muss ich diesen Riesenknopf drücken? Yes. Neustart offline. Was jetzt? Kann ich flüchten aus... Oha, ganz Licht geht wieder. Licht geht wieder. Habe ich was kaputt gemacht? Ich gehe raus. War schön mit euch. Tschüss. Kann ich gehen? Bitte? Nein? Okay. Dann bleibe ich halt. Oh, diese Sounds. Wo soll ich hin? Einfach hier raus? So, als wäre nichts? Gut, dass du da bist. Wo bist du, Papi? Du hast wieder geschafft. Das Unmögliche. Wo bist du? Ich will... Roter Rauch ist weg. Catnap ist weg. Alles fügt sich zusammen und zwar dank dir. Wo bist du, Poppy? Aber wenn wir weitermachen wollen, dann verdienst du die Wahrheit. Wo bist du denn? Ich soll hier runter, gell? Du bist wegen deinen Kollegen zurückgekommen. Du willst wissen, was passiert ist und warum. Das ist deine Antwort. Da bist du. Wir nannten sie die Stunde der Freude. Okay, die Stunde der Freude. Hier, Hagiwagi noch. Hier sind die ganzen Mitarbeiter. Oh, Hagiwagi hat den ersten ausgerastet. Stunde der Freude. Ich hab's gewusst, Poppy ist böse. Alle rennen weg. Aber es bringt nichts, denn Hagi ist richtig sauer. Und die Leute fliegen. Oha. Aber okay. Was ist das? Was ist das? Sind das irgendwelche... Ja, das sind irgendwelche... Animatronic, glaubst du, so Spielsachen. Das war doch diese eine Lehrerin. Hier ist nochmal Hagi, der plötzlich ausrastet. Und das ist auch irgendein Viech. Und hier brennt alles. Das ist die Wahrheit. Alle tot. Oha. Ganz viele Leichen. Aber wo sind die Kinder? Das waren jetzt alles Mitarbeiter, glaube ich. Alles Mitarbeiter, ja. Okay. Und? Poppy? Ich sag euch, Poppy ist böse. Ich hab gewusst, Poppy ist böse. Ich erinnere mich, dass ich jeden Moment davon gehört habe. Es dauerte so lang, so quälend lang. Ist sie nett oder nicht? Das ist ein Hin und Her mit ihr. Sie versuchten, sich zu verstecken, zu fliehen, alles, um zu überleben. Ich erinnere mich an ihre Schreie. Was ist los? Warum passiert das? Was ist das? Ein sinnloses Gemetzel, mehr war es wirklich nicht. Sie haben alle getötet. Ob schuldig oder unschuldig, spielt keine Rolle. All der Tod, nichts davon hat geholfen. Und dann, als alles vorbei war, sie schleppten die Leichen nach unten, wo sie niemals gefunden werden würden, und sie aßen die Leichen, um am Leben zu bleiben. Kissimissi! Der Prototyp muss sterben hierfür. Für alles. Also ist sie doch gut. Sie ist gut. Kissimissi ist auch gut.
Ich laufe mir hinterher. Das Spiel darf aber noch nicht enden. Wirklich nicht. Also, es muss weitergehen. Ich will Kapitel 4. Ich will Kapitel 4. Sobald wir den Boden erreichen, schicken wir den Aufzug wieder nach oben. Okay? Halt dich einfach fest, okay? Ich vertraue dir nicht. Du lässt mich doch nach dir. Irgendwie, ich trau der Alten irgendwie nicht, weil die sagt immer irgendwie Sachen und dann plötzlich, irgendwie, und plötzlich bin ich dann allein und Zugunglück und so. Aber, soll ich von hinten? Kissim ist wie süß. Soll ich dann einfach hier runterjumpen? Ich komm zu dir. Let's go. Na gut, sobald wir gelandet sind, wir müssen vorsichtig sein, es gibt etwas. Jawohl, es geht weiter. Was? Was? Was macht sie da? Das ist nicht... Oh nein! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, Kissimissi! Oh mein Gott, Kissimissi! Wir kommen, halte durch! Kissimissi stirbt! Wir gehen wieder hoch! Oh mein Gott, sie ist tot! Kissi ist weg! Kissi ist weg! Kissi stirbt gerade! Irgendwas hat Kissi genommen! Aber was? Oh! Oh, das war's! Oh! Ich schwöre, das war das Beste, also wirklich der beste Teil von allen gerade. Klar, wird auch immer besser, aber 3 war richtig krass. Die Steigung von 2 zu 3 war unnormal. Von 1 zu 2, okay, geht sogar. Aber von 2 zu 3, anderes Level an Spiel, wirklich. Anderes Level. Kommt da noch was? Ich gehe mal auf zurück, okay? Das war's. Freunde, ich bin wirklich, ich weiß gar nicht, meine Emotionen sind durcheinander gerade. Erstmal Profilbild Napcat ändern, ich schwör's euch, erstmal Profilbild ändern. Freunde, schreibt mir bitte eure Kommentare in die Kommentare und wie, was ihr sagt und wie es fühlt und ob ihr euch auf 4 freut. Und wie gesagt, bitte spammt mich wieder zu, wenn ihr irgendwie News habt, Trailer, egal was. Weil ich bin, ihr wisst, da immer nicht der Allererste. Deswegen, ich muss up to date bleiben, Freunde, es hat mich so geflasht. Passt auf euch auf, Freunde, schaut euch, keine Ahnung, mein Video an. Geht am besten schlafen, ich geh schlafen, ich bin tot. Mir fehlen die Worte gerade. Passt auf euch auf. Ich küsse euch. Bis dann, Freunde. Bis dann.